Hallo und guten Tag. Ich möchte Sie recht herzlich zu unserem siebten Fachgespräch der Reihe Männlichkeiten und Männlichkeitsbilder in der neuen Rechten begrüßen. Heute ist bei uns der Soziologe Dr. Leo Röpert von der Universität Hamburg zu Gast. Er hat sich in seiner Dissertation und wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit dem Thema Rechtspopulismus als mythologische Krisendeutung auseinandergesetzt. Herzlich willkommen. Ich bin Henning von Bargen und leite zusammen mit meiner Kollegin Ines Kappert das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Und diese Fachgesprächsreihe ist eine Kooperation zwischen dem Gunda-Werner-Institut und dem Netzwerk Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse. In der Vorbereitungsgruppe für diese Fachgesprächsreihe haben mitgearbeitet Andreas Goßes, Volker Handke, Michael Tunsch und Klaus Schwärmer. Andreas Goßes wird gleich für das Forum Männer noch begrüßen. Das Gespräch wird moderiert von Volker Handke und dabei wird er unterstützt von mir und Klaus Schwärmer. Wir werden den Chat im Blick behalten. Für diejenigen unter Ihnen, die zum ersten Mal dabei sind, erläutere ich noch mal kurz, worum es uns mit der Fachgesprächsreihe geht. Es ist ja schon länger kein Geheimnis mehr, dass weltweit national völkische Neurechte und rechtsextreme Politiken erstarken. Die AkteurInnen bedienen sich verschiedener, zum Teil rassifizierender Zuschreibungen. Es werden ethnische, kulturelle, nationale, geschlechtliche oder religiöse Gruppenidentitäten genutzt und damit eine Politik der Ausgrenzung und Abwertung der als andere markierten Gruppen forciert. Mit den Wahlerfolgen der AfD ist dieser Trend auch in Deutschland sichtbar geworden, auch wenn im Moment die AfD stagniert oder sogar zurückgeht. Aber es stößt vor allem in gesellschaftlichen Debatten über geschlechtliche Vielfalt und Männlichkeit auf besondere Akzeptanz. Die Forderung, echte oder wahre Männlichkeit wiederherzustellen, wird laut erhoben, zum Beispiel von der AfD, namentlich von Herrn Höcke. Die Auswirkungen dieser Weltsicht sind unter anderem an der steigenden Zahl von rassistischen und gewalttätigen Übergriffen auf alles, was nicht als zugehörig gedeutet wird, abzulesen. Die aktuelle Zahl der rechtsextremen Straf- und Gewalttaten sind laut Bundesministerium des Innern in Deutschland seit 2001 jetzt auf dem höchsten Stand. Gestern gab es die neuen Zahlen. Gemeinsam ist allen Übergriffen, dass einerseits überwiegend Männer als Täter agieren und es sich andererseits bei den Angegriffenen um rassifizierte, migrantische und/oder marginalisierte Menschengruppen handelt, unter anderem Schwarze, People of Color, LGBTIQ+-Personen, aber auch Frauen und Männer, die nicht dem traditionellen binären Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit entsprechen. Wir haben uns gefragt, woran es liegt, dass Rechtsextremismus und auch Rechtspopulismus insbesondere auf Personen, die sich als Männer definieren, so anziehend wirkt. Bisherige Erklärungsmuster und Deutungsangebote variieren erheblich, je nach eigener Positionierung, Weltsicht oder auch Kontext. Daher haben wir diese Fachgesprächsreihe konzipiert und setzen uns in dieser näher mit verschiedenen Erklärungsansätzen und Perspektiven auf das Phänomen und die skizzierten Entwicklungen auseinander. Bisher hatten wir zu Gast Professor Fabian Lamp von der Hochschule Kiel, der überblicksartig ausführte, welchen Männlichkeitskonstruktionen er in Rechtspopulismus und Rechtsextremismus begegnet, wie sich diese auf soziale Arbeit auswirken können und welche Handlungsmöglichkeiten er in der sozialen und pädagogischen Arbeit sieht. Es folgte Dr. Sebastian Winter, der aus sozialpsychologischer Sicht der Frage nachging, was rechte autoritäre Modelle in einer komplexer werdenden Welt so attraktiv macht und was das für die politische und pädagogische Praxis bedeuten kann. Thorsten Nagel warf einen Blick aus der Praxis der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus auf Männlichkeiten und den Zusammenhang mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft und rechtsextremer Ideologie.
Özcan Karadeniz ging oder thematisierte in seinem Vortrag die Vergeschlechtlichung von Rassifizierung und die Konstruktion einer weißbürgerlichen männlichen Norm in Abgrenzung zu veranderten Männlichkeiten. Denn nicht nur rechtsextreme Männer greifen auf Rassismus zurück, auch bürgerliche Männer reagieren auf gesellschaftliche Herausforderungen mit Abgrenzung vom imaginierten anderen Mann. Im fünften Fachgespräch beleuchtete Professor Klaus Dörre Dynamiken und Entstehung bzw. Ausbreitung rechtspopulistischer und rechtsextremer Einstellungen bei ArbeiterInnen und mögliche ökonomische und kulturelle Ursachen. Und im bislang letzten Fachgespräch gab die Autorin Susanne Kaiser einen Einblick, wie Incels, Fundamentalisten und Autoritäre für das Patriarchat mobil machen und wie sich sogenannte Maskulinisten im Internet politisch organisieren. Eine mögliche Erklärung für die sich immer mehr ausbreitende Misogynie in den weltweit zu beobachtenden autoritären Backlash sieht Kaiser in politisierter Männlichkeit. Entsprechend heißt auch ihr Buch Politische Männlichkeit. All diese Fachgespräche sind nachzusehen in einer Videodokumentation. Die finden Sie auf unserer Website. Ich werde gleich noch den Chat dazu einstellen, den Link zum Chat in den Chat einstellen. Mein Gott. So, was erwartet Sie heute? Dr. Leo Röpert wird in seinem Vortrag an Überlegungen der kritischen Theorie anschließen und argumentieren, dass der gegenwärtige Rechtspopulismus und seine Geschlechtervorstellungen als eine mythologische Form der Krisendeutung verstanden werden können. Der Mythos begreift Gesellschaft nicht in politischen, ökonomischen oder rechtlichen Begriffen, sondern in Bildern und Vorstellungen substanzieller Identität und kollektiver Subjektivität. Der Vortrag wird Struktur und Funktion der rechtspopulistischen Krisenmythologie analysieren und darstellen, welche Rolle Männlichkeit darin spielt. Im Anschluss an den Vortrag haben Sie, wie bei jedem Fachgespräch, die Gelegenheit, über den Vortrag ins Gespräch zu kommen, Ihre Fragen zu stellen, Statements zu geben. Wenn Sie einen Wortbeitrag haben, dann melden Sie sich bitte mit der Handheben-Funktion. Es gibt unten hier auf der Seite ein Menü und da gibt es den Menüpunkt Reaktionen. Da finden Sie diese Handheben-Funktion. Sie können auch den Chat nutzen, um Ihre Fragen zu stellen. Wir werden den Chat im Blick haben und die Fragen gegebenenfalls gebündelt reingeben. Sollten Sie technische Probleme oder Hinweise an uns als Moderation haben, dann können Sie dazu ebenfalls den Chat nutzen. Entlang der von Ihnen gestellten Fragen und Wortmeldungen versuchen wir, die Diskussion zu strukturieren. Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn nicht alle Meldungen und Fragen zum Zuge kommen. Wir sind eine sehr große Runde, im Moment über 100 Personen und haben nur begrenzt Zeit. Wir möchten auch darauf hinweisen und darum bitten, dass alle Teilnehmenden bei Wortbeiträgen oder im Chat respektvoll und diskriminierungssensibel miteinander umgehen und die Netiquette einhalten. Sollte das wider Erwarten nicht der Fall sein, dann werden wir als Moderationsteam gegebenenfalls auch Teilnehmende ausschließen. Ganz wichtig, dieses Fachgespräch wird aufgezeichnet und im Nachgang zu Dokumentationszwecken als Video online gestellt. Mit Ihrer Anmeldung und Teilnahme haben Sie sich bereit erklärt, dass wir diese Aufnahmen veröffentlichen dürfen. Bevor ich nun an Andreas Großes übergebe, möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedanken, die uns bei der Organisation der Veranstaltung unterstützt haben. Gabriel Fritz von der Technik, die Kolleginnen vom Tagungsbüro und insbesondere Julia Reiter und meine Kolleginnen im Gunda-Werner-Institut, namentlich Julia Hartleb. Ohne all diese Kolleginnen würden wir Veranstaltungen wie diese überhaupt nicht realisieren können. Deswegen vielen herzlichen Dank. So viel zunächst von mir. Ich übergebe jetzt an Andreas Großes vom Netzwerk Forum Männer für seine Begrüßung. Bitte schön. Ich kann Andreas gerade nicht sehen. Vielleicht hat er noch seine Kamera oder sein Mikrofon nicht an. Mal eben gucken. Ich bitte um Freischaltung. Ah, da ist die Technik gefragt. Da geht gerade was nicht. Ja, er ist neu reingekommen. Jetzt sollte es wieder funktionieren. Okay, ich hoffe, jetzt geht's. Sorry.
Ja, ich hatte technische Probleme, musste den Rechner wechseln, hatte plötzlich irgendwelche Zoom-Werbungen drin und konnte euch nicht mehr sehen. Sorry. Also ich möchte auch von meiner Seite mich da erstmal gleich dem Dank anschließen an das ganze Team, auch von der Heinrich-Böll-Stiftung, was uns hilft, diese Reihe mit dem Gunnar-Werner-Institut zusammen zu machen. Möchte aber auch gleichzeitig das Forum Männer in Theorie und Praxis der Geschlechterverhältnisse kurz vorstellen. Ich habe das jetzt schon öfter gemacht, insofern mache ich es kurz. Es ist ein Zusammenschluss für diejenigen, die es jetzt noch nicht gehört haben, von Praktikern, die in dem Bereich Praxis, Geschlechterforschung arbeiten und die letztendlich sich vor vielen Jahren zusammengeschlossen haben, um zu gucken, wie wir einen Beitrag leisten können, um eben halt die Debatte mit anzufeuern oder auch letztendlich zu gucken, was wir für Beiträge leisten können, um geschlechterpolitische Akzente zu setzen. Das ist hier ein ganz, ganz wichtiges Thema für uns geworden und bleibt es auch. Und wir haben leider auch gemerkt, dass es nicht nur in dem gesellschaftlichen Raum ein Thema ist, sondern auch gerade in den geschlechterpolitischen Debatten sehr weit um sich greift, dieses Thema. Wir merken es in der Praxis, ich als Psychotherapeut merke es, die Auseinandersetzungen um rechte Männlichkeiten spielen eine große Rolle. Und leider ist es auch so, dass unter den Praktikern auch manche Strömungen einschlagen, die höchst bedenklich sind aus meiner Sicht. Insofern freue ich mich sehr, dass wir hier auch aktiv werden können und auch ein Forum haben, im wahrsten Sinne des Wortes, um zu debattieren. Heute mit Leo Röpert, da freue ich mich sehr drauf. Und die Möglichkeit besteht trotzdem auch über diese Teilnahme hinaus mit uns zusammen auch weiter an diesen Themen zu arbeiten. Deswegen werde ich nachher in den Chat meine E-Mail-Adresse als Sprecher des Forum Männers stellen, damit Menschen, die teilnehmen möchten, da sich melden können. Das hat beim letzten Mal ganz gut funktioniert und dafür möchte ich mich auch schon mal bedanken, dass auch da neue Leute Interesse gezeigt haben. So, jetzt genug der Vorrede. Ich freue mich auf den jetzt etwa 35-minütigen Vortrag und gebe das Wort wieder ab. Ja, das Wort geht an Volker. Ja, schön. Ich hoffe, ich bin zu hören. Doch, mein Mikro ist leicht grün. Ja, nochmal auch herzlichen Dank von meiner Seite an Herrn Dr. Leo Röpert, dass er sich bereit erklärt hat, hier ein bisschen etwas zu erzählen. Uns hat halt besonders gefallen, dass ja auf Ihrer Dissertationsschrift Rechtspopulismus als mythologische Krisendeutung, die Sie 2020 ja an der Universität Hamburg geschrieben haben, ja, dass Sie sozusagen eine weitere Perspektive auf dieses Phänomen sozusagen eröffnen. Und darum freuen wir uns ganz besonders, Sie heute zu hören. Wir hatten ja, Herr von Wagen hat es ein bisschen erklärt, schon eine ganze Reihe insgesamt, ja, hatten wir jetzt schon sechs verschiedene Perspektiven sozusagen auf den Rechtspopulismus. Und wir haben uns immer so drei Frageperspektiven haben wir uns rausgeguckt. Zunächst mal, warum? Warum gibt es eigentlich global und gleichzeitig einen erstarkten rechter Politiken? Das ist ja schon bemerkenswert. Wobei auch das, ne, neuerdings, wenn ich hier an Biesdamm erinnern darf, dieser Rechtsruck auch bestritten wird. Die zweite Frage ist so ein bisschen, warum eigentlich Männer doch so eine hohe Affinität dazu haben. Und schließlich als dritte Frage, was können wir eigentlich präventiv sozusagen als ja, Gegenstrategie eigentlich dagegen tun? Ja, also warum erstarken die Rechten? Warum sind Männer da so affin zu? Und was könnten wir dagegen tun? Ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Ne? Dr. Leo Ruppert, Jahrgang 96, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Soziologie, insbesondere Dynamik und Regulierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Die akademische Welt hat lange Titel. Ja? Und ja, Herr Dr. Ruppert, ich bitte Sie ans Mikrofon sozusagen. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank für die nette Vorstellung, für die Einladung, auch an das Team der Organisatorinnen und Organisatoren. Und ich freue mich total und bin überwältigt über die vielen Interessentinnen und Interessenten, die hier sind. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass so viele kommen. Ich teile jetzt mal meinen Bildschirm.
als allererstes und hoffe, dass Sie jetzt meine Präsentation sehen können. Vielleicht eine kurze Rückmeldung dazu, das wäre, ob das geklappt hat. Ob Sie jetzt, ich sehe einen Daumen nach oben. Genau, Sie sehen jetzt die erste Folie, ist das richtig? Ja. Okay. Eine kurze Korrektur, also ich bin Jahrgang 86, es wäre schön, wenn ich Jahrgang 96 wäre, dann wäre ich noch 10 Jahre jünger. An der Uni Hamburg, Soziologe, und ja, das, was ich Ihnen heute erzählen möchte, beruht zumindest zu einem Teil auf der eben erwähnten Dissertationsschrift, die ich 2020 abgeschlossen habe, die allerdings, die man auch im Internet finden kann, in einer ersten Version, die noch nicht ganz fertig ist. Eine überarbeitete Version der Dissertationsschrift soll Mitte dieses Jahres beim Transkript Verlag erscheinen. Der Titel steht noch nicht ganz fest, aber für alle, die das interessiert, die können das ja sich vielleicht mal vormerken. Also würde mich natürlich auch freuen, wenn dieses Buch dann Leserinnen und Leser findet. Genau, in meiner Dissertation, wie eben schon erwähnt, habe ich mich versucht, dem Thema Rechtspopulismus oder Rechtsruck allgemein, den neuen autoritären Strömungen und Parteien, aus der Perspektive der kritischen Gesellschaftstheorie, ja, also die verbunden ist mit dem Namen auch der Frankfurter Schule, Adorno und Horkheimer, also aus der Perspektive der kritischen Gesellschaftstheorie zu nähern. Und ja, damit einen alternativen Erklärungsansatz zu vielen vorherrschenden Erklärungen zu formulieren. Ich werde darauf gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Habe diese Einladung hier zu dieser Vorlesung, Vortragsreihe dann aber auch zum Anlass genommen, das jetzt hier für den Vortrag ein bisschen zu erweitern. Denn die Frage von Männlichkeit und Geschlecht spielt zwar durchaus eine Rolle in meiner Arbeit, aber keine so zentrale. Und dennoch denke ich, es ist zentral für das Verständnis rechtspopulistischer und auch rechtsextremer Weltbilder und Politiken, sozusagen die Frage von Männlichkeit und von Geschlecht. Und deswegen habe ich das hier zum Anlass genommen, auch meine Überlegungen nochmal etwas zu erweitern. Der Aufbau meines Vortrages ist folgendermaßen. Im ersten Teil werde ich kurz eine ganz knappe Zusammenfassung meiner Überlegungen aus der Doktorarbeit Ihnen präsentieren und dann im zweiten Teil, der auch sehr kurz ist, etwas Allgemeintheoretisches zu sagen zum Verhältnis von rechten Weltbildern und Männlichkeit, und dann in einem dritten Teil, sofern die Zeit dann ausreicht, zwei Fallbeispiele diskutieren und analysieren, um das ein bisschen deutlicher zu machen, was sozusagen die Rolle von Männlichkeit in rechten Krisenmythen ist. Gut, und danach freue ich mich sehr auf Ihre und eure Fragen und die Diskussion natürlich. Ich starte mit dem ersten Teil, rechte Weltbilder als Krisenmythen, und gehe zunächst mal auf die sozialwissenschaftliche Debatte um den Rechtsruck ein. Ich setze mich in meiner Arbeit recht kritisch mit dieser Debatte auseinander. Ich finde viele Erklärungsansätze, die so vorherrschen, sind schwierig, problematisch. Möchte das ganz kurz erläutern. Also ich denke, wir sind uns einig in dem Eindruck, dass wir in den letzten 10 Jahren tatsächlich so einen Rechtsruck haben, einer starken rechten autoritärer Kräfte. Der Streit, auch der akademische Streit, fängt aber schon bei der Frage an, wie wir dieses Phänomen denn adäquat erfassen können. Ja, es gibt da verschiedene Begrifflichkeiten. Weitgehend durchgesetzt hat sich der Begriff des Populismus oder eben des Rechtspopulismus, und da wiederum eine sehr weit verbreitete Definition lautet, dass der Rechtspopulismus sich dadurch auszeichnet, dass er ein homogenes Volk, für das er zu sprechen vorgibt, abgrenzt von einem doppelten Feindbild, einerseits von einer globalistischen oder kosmopolitischen Elite, die korrupt, böswillig, feindselig ist, die dem Volk schaden will, und andererseits von als fremd markierten Gruppen, das können Musliminnen und Muslime sein, Geflüchtete und so weiter. Also diese Gruppe der Fremden lässt sich auch sozusagen beliebig mit beliebigen Fremdgruppen füllen. Also diese doppelte Abgrenzung, dieses doppelte Feindbild kennzeichne den Rechtspopulismus. Da würde ich mitgehen. Kontroverse wird es schon bei den Erklärungsansätzen, also bei der Frage, was denn eigentlich die gesellschaftlichen Ursachen seien für das Erstarken
ja, der rechtspopulistischen und auch zum Teil eben rechtsextremen Kräfte. Ich will das nicht so sehr vertiefen, aber um trotzdem meine Position klar zu machen, ganz kurz das Durchgehen. Also ich unterscheide drei grob, das sind natürlich grobe Typisierungen, drei verschiedene Erklärungsansätze. Sehr verbreitet ist etwa die Vorstellung, dass man den Rechtsruck ökonomisch erklären könne, etwa über die Annahme, dass es vor allem Modernisierungsverliererinnen seien, die dazu neigen würden, rechtspopulistische Parteien zu wählen, oder dass sich im rechtspopulistischen Programm eigentlich so etwas verberge wie eine Kritik am gegenwärtigen Neoliberalismus oder an der Globalisierung. Es gibt stärker politisch argumentierende Erklärungsansätze, die die These vertreten, dass im Rechtspopulismus vor allem eine Unzufriedenheit oder eine Entfremdung von der Demokratie, von den sozusagen Institutionen der repräsentativen Demokratie zum Ausdruck komme. Das Stichwort ist hier Postdemokratie. Oder eine Variante wäre auch, dass viele, die jetzt rechtspopulistisch wählen, sich von den etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlen. Stichwort Repräsentationslücke. Eine dritte Art von Erklärungsansatz argumentiert eher kulturell. Es wird etwa gesagt, dass der Rechtspopulismus Ausdruck sei einer kulturellen Spaltungslinie zwischen neuen Mittelschichtsmilieus, die kosmopolitische Werte, Wertvorstellungen vertreten würden, und den alten Mittelschichten, die eher kommunitaristische, traditionelle Werte vertreten würden, und dass der Rechtspopulismus letztendlich sozusagen aus dieser Reibung zwischen diesen gesellschaftlichen Großmilieus entstehen würde. Das sind jetzt natürlich, das ist nur eine ganz grobe Typisierung und Zusammenfassung. Ich will das, wie gesagt, auch nicht vertiefen. Ich habe eine fundamentale Kritik, die ich dann natürlich in der Doktorarbeit auch noch ein bisschen genauer begründe und ausarbeite. Aber grob zusammengefasst lautet meine Kritik an diesen weit verbreiteten Erklärungsansätzen, dass sie in großen Teilen sehr reduktionistisch argumentieren. Dass also das neue Phänomen des Rechtspopulismus in eigentlich schon bereits erklärende Deutungsschablonen eingefügt wird, Globalisierung, Postdemokratie, Wertewandel, das sind sozusagen Diagnosen, die wir in der Soziologie schon sehr lange haben, und der Rechtspopulismus wird sozusagen hier einfach noch mit eingefügt. Es wird eigentlich nicht wirklich auf die Inhalte und auch auf die Eigenlogik rechtspopulistischer Weltbilder eingegangen, sondern es wird oftmals argumentiert, dass sozusagen hinter dem rechtspopulistischen Weltbild eigentlich andere Ursachen stecken. Also um das zu konkretisieren, zum Beispiel die Politologin Chantal Mouffe behauptet, dass die rechtspopulistische Fremdenfeindlichkeit eigentlich ein Ausdruck von Protest gegen Postdemokratie sei. Oder der Soziologe Klaus Dörre, der auch in dieser Veranstaltungsreihe schon zu Gast war, behauptet, dass der rechtspopulistische Rassismus eigentlich eine Umdeutung eines Klassenkonflikts sei. Also er analysiert nicht den Rassismus selbst oder zumindest nicht tiefergehend, sondern sagt, dahinter verbirgt sich eigentlich eine ökonomische Problematik. Also das ist meine Kritik zusammengefasst. Es wird gar nicht so genau auf das geschaut, was die Rechtspopulistinnen und Rechtspopulisten eigentlich in ihrer Weltsicht behaupten. Okay, und das möchte ich anders machen. Ich habe einen alternativen Erklärungsansatz und beziehe mich da eben auf die, sehr stark auch auf Überlegungen der kritischen Theorie. Kurz zusammengefasst, meine These wäre, dass sich das Weltbild der Extremen, aber eben auch der populistischen Rechten aus rassistischen und offen bis latent antisemitischen Mythen, aber eben auch aus Geschlechtermythen zusammensetzt. Das ist der erste Teil der These. Und der zweite Teil der These lautet, dass sich diese Mythen, diese mythologischen Denkformen als eine spezifische Verarbeitungsform gesellschaftlicher Krisen verstehen lassen. Okay, wenn wir über Krisen sprechen, lassen sich zahlreiche Krisentendenzen anführen. Ich will auch hier nicht im Detail darauf eingehen, aber sehr augenfällig ist, dass das Erstarken der rechtspopulistischen Parteien weltweit in die Phase nach der Weltwirtschaftskrise 2008 fortfolgende führt, also die Weltwirtschaftskrise ausgehend von den USA, die sich dann auch in der EU und im Euroraum umgesetzt hat in eine Währungskrise und eine Staatsschuldenkrise. Die Gründung zum Beispiel der Tea Party-Bewegung, die ja den
den Wahlsieg von Trump letztendlich möglich gemacht hat, geht zurück auf eine direkte Auseinandersetzung mit der Krisenpolitik der US-Regierung und bekannterweise geht auch die Gründung der AfD zurück auf eine sozusagen auf eine Opposition gegen die Euro-Rettungspolitik. Also die Weltwirtschaftskrise als ein zentrales Krisenphänomen der gegenwärtigen Epoche. Man kann aber auch, denke ich, zurückgehen. Wir können schon seit den 1970er Jahren eine Wachstumskrise in nahezu allen westlichen Gesellschaften beobachten. Marxistisch würde man sagen, eine Krise der Kapitalakkumulation mit entsprechenden Symptomen wie strukturelle Arbeitslosigkeit, der Zunahme prekärer Beschäftigungsverhältnisse, zunehmender materieller Ungleichheit und Abstiegsmobilität. Dass sich eine ökonomische Krise, die sich aber auch übersetzt in eine Krise der Geschlechterverhältnisse, diskutiert unter dem Stichwort Care-Krise. Und natürlich haben wir über diese ökonomischen Krisenprozesse hinaus auch eine ökologische Krise, die sich zunehmend zuspitzt und ganz aktuell natürlich die Corona-Pandemie, die eine grundlegende Krisenerfahrung darstellt, die ja auch von rechten Parteien entsprechend aufgegriffen wird. Gut, es gibt einige auch empirische Hinweise, dass es einen Zusammenhang insbesondere zwischen Finanzkrisen und rechten Wahlerfolgen gibt. Funke und Kollegen stellen da zum Beispiel einen statistischen Zusammenhang her. Aber die Frage ist jetzt natürlich, wie ist dieser Zusammenhang genau zu denken? In welcher Weise reagieren rechte Weltbilder auf Krisenerscheinungen? Und ich ziehe hier den Begriff des Mythos heran in der Tradition der kritischen Theorie. Das zentrale philosophische Werk der alten kritischen Theorie, wie sie manchmal genannt wird, also von Theodor W. Adorno und Max Horkheimer, dürfte bekannt sein, die Dialektik der Aufklärung, wo also Adorno und Horkheimer die geschichtsphilosophische These vertreten, dass die moderne Gesellschaft keinen linearen Fortschritt zu mehr Aufklärung und Emanzipation darstellt, sondern dass sie aufgrund der ihr immanenten Herrschaftsverhältnisse und Krisentendenzen das Potenzial zu einem Umschlag in irrationale Mythologie in sich trägt. Also diesen Grundgedanken greife ich auf und interpretiere das rechte Denken und das rechte Weltbild als eine Deutung von Krisen, die eben nicht die Krisen nicht gesellschaftlich deutet, also nicht in politischen, ökonomischen, rechtlichen oder soziologischen Begriffen, sondern Krisen in Vorstellungen und Bildern kollektiver Substanzen, Identitäten, Subjektivitäten deutet. Okay, was bedeutet das? Ich mache das ganz knapp und hoffe, dass es aber dann doch auch ein bisschen plastischer wird, spätestens dann mit den Fallbeispielen. Ich denke, dass man, wenn man sozusagen von den unterschiedlichen rechtspopulistischen Parteien und Strömungen abstrahiert und sich sozusagen anschaut, was haben die gemeinsam, und da kann man eben durchaus an diese gängige Rechtspopulismus-Definition anschließen, dann kann man so bestimmte Strukturelemente in rechtspopulistischen Weltbildern ausmachen, die man eigentlich bei allen rechtspopulistischen, aber auch bei rechtsextremen Bewegungen findet. Also sind das vor allem Rassismen. Und da unterscheide ich zwei Varianten, die ineinander greifen. Zunächst mal gibt es ein Deutungsmuster, das ich als liberalen Rassismus bezeichne. Hier geht es vor allem um das Verhältnis von eigenem und Fremden. Ja, also alles, was wir an Migrationsdebatten, an Debatten um sogenannte Flüchtlingskrise, aber auch an Islam Debatten haben im Kontext des Rechtspopulismus, folgt eigentlich diesem Muster. Worin besteht dieses Muster? Das Muster besteht darin, dass die eigene Gesellschaft, also jetzt aus Perspektive des Rechtspopulismus, das eigene sozusagen in Termini von Gesellschaft beschrieben wird. Was ist damit gemeint? Gesellschaft als ein Sozialmodell, wo sich individuelle, autonome Subjekte über moderne Institutionen wie Demokratie und Markt vergesellschaften. Die Fremden hingegen werden als Gemeinschaft gedacht. Ja, also diese Gegenüberstellung von Gesellschaft und Gemeinschaft, das benutze ich, um das sozusagen zu beschreiben, wie sozusagen das in diesem rechten Weltbild auftaucht. Was ist damit gemeint? Die Fremden werden als eine Gruppe gedacht,
die nicht sich als Individuen vergesellschaften, sondern Teil eines Kollektivs sind, die sozusagen durch eine gemeinsame Substanz definiert werden, zum Beispiel in Anführungsstrichen den Islam oder geteilte sozusagen Werte oder geteilte Abstammung. Also das eigene wird als überlegen imaginiert mit Attributen von Gesellschaftlichkeit, also man schreibt sich selbst zu Modernität, Aufklärung, Rationalität, technische Fortschrittlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, ökonomische Produktivität und so weiter. Während man den Fremden zuschreibt, dass sie rückständig, traditionalistisch, religiös, patriarchal, abergläubisch und so weiter seien. Also diese Gegenüberstellung von Gesellschaft und Gemeinschaft lässt sich durch die verschiedenen Themenbereiche und durch die verschiedenen Debatten, wo es um das Eigene und das Fremde geht, durchbuchstabieren. Diese Form von Rassismus, wäre die theoretische These dazu, hat viel mit Projektion zu tun. Es geht darum, sozusagen die eigenen Selbstanteile, die nicht zu einer bürgerlichen Subjektivität passen, von sich abzuspalten und den Fremden zuzuschieben, also eine projektive Leistung, die dazu dient, das eigene individuelle, aber eben auch kollektive Selbstbild zu stabilisieren. Es gibt aber eine zweite Form von Rassismus, die man als völkischen Rassismus bezeichnen kann und die sich weniger mit den Fremden, also bei Fremden bitte immer die Anführungsstriche dazu denken, die sich weniger mit dem Fremden beschäftigen, sondern mit dem eigenen. Im völkischen Rassismus geht es darum, einen umfassenden Niedergang der eigenen Gesellschaft zu diagnostizieren. In der Tradition des konservativen und rechten Denkens ist es ein bekanntes Motiv, das häufig unter dem Titel der Dekadenz auftritt. Und dieses Muster ist in gewisser Hinsicht, kombiniert sich mit diesem liberalen Rassismus, ist in gewisser Hinsicht aber auch gegensätzlich. Denn während im liberalen Rassismus das eigene als moderne Gesellschaft gedeutet wird, wird im völkischen Rassismus das eigene als Gemeinschaft gedeutet. Und der Verfall des eigenen besteht eben gerade darin, dass die Substanz, die das eigene ausmachen soll, also unsere deutsche Identität zum Beispiel oder unsere Leitkultur, dass diese Substanz sozusagen angegriffen wird und abschmilzt. Das wird auf ganz verschiedenen Ebenen durchdekliniert, zum Beispiel als Verlust von staatlicher Souveränität durch Globalisierung, durch die Übergriffe der EU oder durch grenzenlose Migration. Es wird diskutiert als Verlust von Wahrheit durch die Unterdrückung der Meinungsfreiheit und des gesunden Menschenverstandes durch korrupte durch die Lügenpresse und sozusagen propagandistische Staatsmedien. Es wird diskutiert als Verlust von Heimat und Leitkultur durch Pluralismus, Kulturmarxismus und Multikulti. Und es wird eben diskutiert als Zerstörung und Zersetzung der tradierten Familien- und Geschlechterordnung durch eben die Politik oder die Feministinnen oder die Homo-Lobby und verschiedene andere Gruppen, die man zuschreibt. Darauf werden wir gleich noch natürlich noch näher zu sprechen kommen. Okay, ein drittes Element, das unmittelbar damit zusammenhängt, können wir als Konspirationismus oder als latenten, aber manchmal eben auch offenen Antisemitismus kennzeichnen, nämlich die Vorstellung, dass es eine Verschwörung einer globalistischen oder kosmopolitischen Elite gibt, also einer kleinen, im Geheimen agierenden Machtgruppe, die letztendlich für diese Verfallserscheinungen verantwortlich gemacht wird. Diese Vorstellung einer konspirativ handelnden, böswilligen Elite, die sich gegen das Volk richtet, dient dazu, diese Krise, dieses Krisennarrativ, die Krisenprozesse zu erklären, gleichzeitig aber auch zu veräußerlichen. Also indem man sagt, dass letztendlich eine kleine Gruppe an allen Krisenprozessen, die man so und an allen gesellschaftlichen Problemen, die man identifiziert hat, schuld ist, veräußerlicht man die Krise. Man leugnet sozusagen den Gedanken, dass es innerhalb der Gesellschaft Krisenprozesse geben kann, sondern alles, was schlecht ist, wird sozusagen einer kleinen Gruppe zugeschrieben.
Das ist natürlich erstmal innerhalb sozusagen des rechten Weltbildes ein ziemlich beunruhigender Gedanke, weil man sich sozusagen einen übermächtigen Gegner imaginiert. Gleichzeitig steckt darin aber auch die Wiedererlangung einer gewissen Handlungsfähigkeit und das Potenzial einer Krisenlösung, weil damit nämlich impliziert ist, dass man sozusagen alle gesellschaftlichen Probleme lösen kann, wenn man es nur schafft, diese kleine böswillige Elite sozusagen zu beseitigen. Okay, also das sind, denke ich, die zentralen Elemente, die sich in tatsächlich allen rechtspopulistischen Strömungen und Parteien in unterschiedlicher Gewichtung, muss man sagen, aber ich denke, ich würde die These wagen, dass sich diese Struktur tatsächlich in allen rechtspopulistischen und auch in vielen rechtsextremen Bewegungen finden lässt und identifizieren lässt. Okay. Die Frage ist jetzt, was hat das mit Männlichkeit zu tun oder warum spielt die Frage von Männlichkeit im rechten Denken so eine große Rolle? Und also wie fügt sich das ein in diese rechten Krisennarrative und in diese Krisenmythologie? Ich würde da auf diese Frage zunächst antworten mit einigen, würde ich meinen, Grundeinsichten kritischer, feministischer, auch männlichkeitskritischer Forschung. Zunächst, denke ich, muss man sehen, dass diese rechten Krisenmythen aus der Position des Subjekts, des bürgerlichen Subjekts, könnte man sagen, formuliert werden. Und dass das bürgerliche Subjekt, also die Position in der Gesellschaft, die sozusagen der Handlungsfähigkeit zugeschrieben wird in den Bereichen von Wirtschaft, von Politik, von Öffentlichkeit, dass diese Position des Subjekts strukturell männlich ist. Ja. Männlichkeit, moderne Männlichkeit, auch das, denke ich, sind Grundeinsichten der kritischen, feministischen Forschung. Die Herstellung von Männlichkeit, von moderner Männlichkeit funktioniert über die Abspaltung und Verdrängung weiblich konnotierter Eigenschaften und Tätigkeiten. Also das männliche Subjekt muss Eigenschaften wie Emotionalität, wie Sinnlichkeit, wie Passivität, die es an sich selbst nicht zulassen kann, von sich abspalten und als weiblich kodieren. Ganz praktisch bedeutet das aber auch, dass weiblich konnotierte Tätigkeiten wie Sorgetätigkeit, Care-Arbeit auch ganz praktisch an Frauen in die Privatsphäre delegiert werden. Und diese Männlichkeit, diese moderne Männlichkeit, die dadurch entsteht, ist prekär. Der Geschlechterforscher, Männlichkeitsforscher Rolf Pohl spricht von einem Männlichkeitsdilemma, denn Männlichkeit steht immer unter dem Zwang, sich einerseits als eben ein autonomes, unabhängiges Subjekt setzen zu müssen, gleichzeitig aber immer mit seiner Abhängigkeit konfrontiert ist, mit seiner Abhängigkeit von weiblich konnotierter Care-Arbeit, mit seiner Abhängigkeit aber auch von einem ökonomischen System, von einem modernen Kapitalismus, der auch selbst sozusagen immer krisenanfällig ist, sodass die eigene männliche Autonomie immer eine prekäre und vorläufige bleibt. Okay, und dieses Männlichkeitsdilemma verschärft sich natürlich in einer gesellschaftlichen Krisensituation. Und ich denke, das ist sozusagen der Link, über den verständlich werden kann, warum die Frage von Männlichkeit so zentral ist in rechten Krisenmythen. Denn in rechten Krisenmythen erscheint die Männlichkeit immer bedroht. Wir werden sehen, es ist einfach so, dass der Verfall der Gesellschaft, also der drohende Untergang des eigenen, die Dekadenz, immer mit gleichgesetzt wird, parallelisiert wird mit Entmännlichung. Also die Bedrohung der Gesellschaft vom Verfall ist zugleich eine Bedrohung der Männlichkeit durch Verweiblichung. Oder wie es eben der gleich noch zu behandelnde Akif Perinci beschreibt, durch Verschwulung. Okay, also diese Krise wird eben unmittelbar, und das ist selbst sozusagen eine mythologische Wahrnehmungsform, erlebt als eine Krise von Männlichkeit. Ja, also die Krise der Gesellschaft wird nicht erlebt als eine etwa ökonomische oder politisch verursachte, sondern sie wird unmittelbar sozusagen am eigenen Geschlechtscharakter erlebt. Und es geht eben dann in diesen Krisenmythen auch immer um die Frage oder auch um den Versuch,
Männlichkeit dann neu herzustellen, neu zu definieren, neu zu markieren. Man kann hier, denke ich, den Begriff von Forster der Resouveränisierung auch ganz gut anwenden. Okay. Gut, was bedeutet das jetzt, um das konkret zu machen? Das ist vielleicht ein Zitat, das einige von Ihnen auch schon kennen, wo das aber ganz, womit sich dieser Zusammenhang schön illustrieren lässt. Also der AfD-Politiker Björn Höcke sagt, das große Problem, also Zitat, das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wiederentdecken, denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde. Zitat Ende. Okay, und hier wird also schon deutlich, dass sozusagen dieser Verlust von Männlichkeit in den Mittelpunkt gestellt wird und dass hier ganz klar das, sozusagen die Aufforderung formuliert wird, dass Männlichkeit, wahre Männlichkeit, ja, authentische Männlichkeit wiederentdeckt, wieder gestärkt werden muss. Denn nur dann kann sozusagen Souveränität, auch Souveränität des Ganzen, wiedergewonnen werden. Okay. Jetzt ist es, ich schaue mal kurz auf die Uhr. Gut, es ist 42. Ich denke, ich habe vielleicht noch so 10 Minuten. Ich schaue mal, wie weit ich komme. Ich würde damit zum dritten und letzten Teil kommen, zu meinen beiden Fallbeispielen. Genau, ich habe einmal, also ich habe zwei Texte rausgesucht von ja bekannten, vielgelesenen Publizisten der neuen Rechten, einmal Akif Pirinci, Die große Verschwulung und dann ein Buch von Jack Donovan, Der Weg der Männer. Und also ich beginne mal mit Akif Pirinci, der ist eigentlich in den 90er Jahren bekannt geworden als Autor von Kriminalromanen, hat dann so ab 2009 in etwa angefangen, auch politisch, sozusagen sich rechtspopulistisch politisch zu äußern, hat verschiedene Artikel geschrieben und dann eben verschiedene Bücher. Deutschland von Sinnen hieß, glaube ich, das erste und das aktuellste heißt Umvolkung. Und dazwischen von 2015 ist eben dieses Buch Die große Verschwulung. Und also in diesem Buch wird eigentlich, daran kann man sehr gut illustrieren, was ich jetzt hier allgemein für den Rechtspopulismus auf einer allgemeinen und abstrakten Ebene einmal dargestellt habe, kann man hier sozusagen nochmal in konkreter Weise nachvollziehen. Also vor allem eben diese Parallelisierung und Gleichsetzung einer Verfallsdiagnose mit einer Krise und einem Verfall von Männlichkeit. Pirinci sagt, dass sein Buch handle vom Selbstauflösungswahn der deutschen Gesellschaft, den wir dem Hofieren und der Anbetung des weiblichen Elements verdanken, der Unwucht feminisierten und verweichlichten Denkens der großen Verschwulung. Und also was natürlich an diesem Zitat unmittelbar auffällt, ist die eben schon erwähnte Gleichsetzung. Also die Selbstauflösung, der Niedergang der deutschen Gesellschaft, die Dekadenz, ja, wird gleichgesetzt oder sozusagen wird verursacht durch das weibliche Element, das weibliche Denken. Das weibliche Denken wird gleichgesetzt mit einem verweichlichten Denken. Und Weiblichkeit und Verweichlichung wird wiederum gleichgesetzt mit große Verschwulung. Okay, also alles sozusagen, das entspricht genau sozusagen der patriarchalen Männlichkeitslogik der Moderne. Alles sozusagen, was nicht in der männlichen Norm aufgeht, ist sozusagen antimännlich und potenziell eine Bedrohung für Männlichkeit. Pirinci beginnt sein Buch damit, dass er zunächst mal behauptet, dass Geschlecht ein Naturgesetz sei und er bemüht da so eine Art ziemlich simplifizierte Evolutionstheorie. Er spricht von der Heterosexualität als einen schicksalhaften und immerwährenden Magnetismus zwischen den Geschlechtern. Geschlecht sei ein angeborenes Fundament und eine evolutionäre Hardware zum Zweck der Fortpflanzung. Also der macht das wirklich so vulgär biologistisch, die sagen Geschlecht. Es gibt nur zwei Geschlechter und der Sinn ist letztendlich Fortpflanzung und Evolution. Er schreibt dann weiter, Geschlecht, Zitat, determiniert letzten Endes nicht allein die Anatomie eines Individuums, sondern auch sein Denken, Wahrnehmen und Handeln, seine ganze Art, seine Präferenzen
und seinen Werdegang. Also Geschlecht ist ein Naturgesetz, das uns unmittelbar determiniert. Er spricht an anderer Stelle auch von einem Gefängnis. Ein zweiter Schritt, den er macht, ist, dass er sagt, dieses Geschlecht hat nicht nur individuelle Relevanz, sondern auch eine gesellschaftliche. Er schreibt, Zitat, unsere gesamte Existenz, nicht zuletzt die wirtschaftliche, überhaupt unser ganzes physisches und psychisches Wohlbefinden hängen von unserem Umgang mit diesem Naturgesetz ab. Und dann an anderer Stelle eine Gesellschaft, die Geschlechterunterschiede, Zitat, nicht anerkennt, falsch deutet oder relativiert, ist früher oder später dem Untergang geweiht. Also eine interessante Konstruktion, weil er einerseits sagt, Geschlecht sei ein Naturgesetz, das unmittelbar auf uns wirkt, aber dann gleichzeitig sagt, dieses Naturgesetz muss richtig angewendet werden. Und wenn wir es falsch anwenden, dann bekommen wir ein Problem. Und er sagt dann auch an anderer Stelle, dieses Naturgesetz gilt auch nicht für alle, sondern eben nur für die heterosexuelle Mehrheit. Alle, die nicht in die heterosexuelle Norm reinpassen, für die gilt es nicht. Also ist auch eine interessante Konstruktion. Und also aber alle, die nicht in diese heterosexuelle Norm reinpassen, sind für ihn auch, ich glaube, er spricht von einer abseitigen Orientierung und Defiziten und so weiter. Okay, jetzt ist die gegenwärtige Gesellschaft eben dadurch gekennzeichnet, dass sie das Geschlechterverhältnis völlig derangiert sei. Deutschland sei ein, Zitat, vor lauter Dekadenz sterbendes Land. Und das liegt eben daran, dass man sozusagen die Natur des Geschlechtes nicht richtig erkannt hat und nicht dementsprechend handelt. Das führt zur im Titel schon angesprochenen Verschwulung und Verweiblichung des Mannes. Männlichkeit ist für Pirinci vor allem die Fähigkeit, eine Frau materiell zu versorgen, eine Familie zu versorgen. Und die Verschwulung geht vor allem dadurch vonstatten, dass der Sozialstaat die Männer ihrer ökonomischen Grundlage beraubt. Ja, durch übertriebene Steuern und Abgaben werden die Männer quasi enteignet. Ihr Geld wird an Frauen und Migranten umverteilt. Das ist sozusagen eine Ursache. Die zweite Ursache ist, dass die Politik verweiblicht ist. Pirincis Beispiel ist natürlich Angela Merkel. Und dass Feministinnen und die Gender-Theorie Männer in ihrer sexuellen, heterosexuellen Identität verunsichert hätten. Das hat fatale Folgen, zum Beispiel, indem Männer aufgefordert werden, sich an der Kinderversorgung und an der Hausarbeit zu beteiligen, seien sie, Zitat, praktisch kastriert, weil sie durch eine solche Betätigung von ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der produktiven Konkurrenz, abgelenkt würden. Pirinci resümiert, der heutige Mann sei eine Kreuzung aus, Zitat, Goldtaler kackendem Esel, ruhig gestellten Gorilla und sozialistischem Stuss nach plappernden Papagei. Also der Mann ist entmännlicht. Gleichzeitig wird aber auch die deutsche Frau oder die weiße Frau, wie er an anderer Stelle sagt, entweiblicht. Unfruchtbar machen der deutschen Frau. Pirinci wirft Staat und Politik vor, Frauen entgegen ihrer ursprünglichen Bedürfnisse in den Beruf zu drängen und sie damit von Familie und Mütterlichkeit zu entfremden, weil für Pirinci Familie und Mütterlichkeit, evolutionstheoretisch bedingt, die eigentliche Natur des Weiblichen ausmachen, ist das gleichzusetzen mit einer Entweiblichung. Zitat, die weiße Frau ist nur noch dem Namen nach eine Frau, vielmehr repräsentiert sie inzwischen eine Vorstufe zum Mann. Diese Tendenz hat verschiedene fatale Auswirkungen. Pirinci zufolge ist weibliche Lohnarbeit sinnlos, denn Frauen sind prinzipiell unproduktiv. Er spricht davon, dass Frauen Chimärenarbeiterinnen seien, die an Showarbeitsplätzen arbeiten. Denn jede Arbeit von Frauen im öffentlichen Dienst zum Beispiel sei eigentlich in Wahrheit von männlichem Steuergeld finanziert. Und ansonsten auch arbeiten Frauen in unproduktiven Berufen, weil sie sich bereits bei der Studienwahl für völlig sinnlose Berufe und Studiengänge entscheiden. Noch drastischer sei aber, dass durch die Entfremdung der Frauen von Familie und Mutterschaft letztendlich das deutsche Volk zum Aussterben verurteilt sei. Vermehrte Abtreibungen zum Beispiel, die ohne Not, sondern Zitat, aus Bequemlichkeit und Dekadenz vorgenommen würden, seien nichts anderes als, Zitat, politisch und juristisch genehmigter Genozid am eigenen Volk.
Okay, wer sind die Schuldigen für Pirinci? Ich hatte schon erwähnt, der Sozialstaat, eben der die Männer ihrer ökonomischen Unabhängigkeit beraubt und die weiblich dominierte Politik und Gender-Ideologie, die die natürlichen Geschlechtsunterschiede verleugnet. Wer steckt aber dahinter, hinter dem Sozialstaat und hinter der Gender-Ideologie? Es sind eben die politischen und kulturellen Eliten, insbesondere, also er nennt da ganz verschiedene, an verschiedenen Stellen, aber zum Beispiel linke lesbische Feministinnen, Pädophile und andere Menschenfeinde, denen, Zitat, heterosexuelles Familienglück schon immer ein Dorn im Auge war. An anderer Stelle sagt er, dass das Ziel aller deutschen Parteien ist, Zitat, die Füsilierung des deutschen Volkes und sein Austausch durch ein anderes. Das heißt also, wie ich das vorhin sozusagen allgemein erläutert habe, wir haben einerseits diese Vorstellung eines sozusagen einer Verweichlichung, einer Dekadenz, die sich auf allen möglichen Ebenen eben auch bei den Geschlechtern zeigt. Aber letztendlich steckt dahinter sozusagen die intentionale Bösartigkeit einer kleinen Machtklicke. Also all das, was schiefläuft in der Gesellschaft, wird sozusagen von oben intentional gesteuert. Also es gibt zwar verschiedene Stellen, wo sich Pirinci gegen sozusagen Verschwörungstheorien versucht abzugrenzen, aber dann gibt es eben wieder solche Stellen, wie die eben zitierte, wo es ganz klar sozusagen als Absicht formuliert ist. Ja, also alle Parteien zielen darauf, das deutsche Volk zu füsilieren, zu zerstören und so weiter. Okay, ja, es gibt, das Buch endet sozusagen mit einem Untergangsszenario, pessimistisch. Es gibt hier keine direkte Lösung für Pirinci. Also was wir bei Pirinci nicht haben, ist so eine direkte Lösungsoption oder Handlungsoption. Er sagt schlicht und einfach im letzten Kapitel, Deutschland, wie wir es kennen, und das deutsche Volk werden untergehen. Denn die letztendlich verweichlichten Deutschen sind, Zitat, Menschen ohne Moral, ohne Selbstverteidigungsreflexe gegenüber immer zahlreicher ins Land fallenden Unkulturen. Hier verknüpft sich der völkische Rassismus mit dem liberalen Rassismus, der sozusagen die Fremden als Unkulturen kennzeichnet. Und eine interessante Formulierung, die sich findet, ist, also die Deutschen werden eben von Fremden ersetzt, Zitat, die sich über ihre Natur noch im Klaren sind. Ja. Also hier verknüpft sich sozusagen, oder hier zeigt sich sozusagen die Ambivalenz auch zwischen diesem liberalen, von mir so bezeichneten liberalen und völkischen Rassismus. Denn einerseits sagt er, die Fremden sind unterlegen, weil sie sind unproduktiv, ungebildet und so weiter und so fort. Ja, also eigentlich sind sie uns unterlegen. Aber gleichzeitig sind sie in seinem Sinne noch echte Männer und echte Frauen. Denn sozusagen die fremden Männer sind sozusagen noch robust und natürlich auch gewaltaffin in seiner Sicht. Und die fremden Frauen sind noch bereit, Kinder zu bekommen, sind noch familienverbunden und so weiter. Und deswegen letztendlich werden die Fremden, gerade aufgrund dieser scheinbar unterlegenen Eigenschaften, werden sie letztendlich die Deutschen verdrängen. Okay, ja, jetzt wie befürchtet bin ich schon durch mit der Zeit, wenn ich das richtig sehe. Deswegen würde ich hier vielleicht einen Punkt machen. Ich hätte eben noch das zweite Beispiel, Jack Donovan. Vielleicht, wenn da Interesse besteht in der Diskussion, können wir da ja nochmal vielleicht kurz drauf zu sprechen kommen, oder ich kann das so einflechten noch. Ansonsten würde ich, glaube ich, erstmal jetzt hier einen Punkt machen und ja, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich sehr auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Röper. Das ist ja super spannend. Ich bin natürlich ganz angetan und würde wahnsinnig gerne die Donovan natürlich auch noch hören. Aber vielleicht ergibt sich das was. Also mal recht herzlichen Dank vor allen Dingen, dass Sie sozusagen über Ihre Dissertation hinaus nochmal diese zwei, ich nenne mal Fallbeispiele, sich da nochmal versucht haben, sozusagen eine Anwendung ihrer Thesen nachzuzeichnen. Fand ich sehr spannend, auch vielleicht zum Schluss jetzt das Paradoxon eben. Aber ich würde jetzt erstmal gucken, was gibt es denn aus dem Auditorium? Jetzt hoffe ich sehe hier erhobene Hände. Das war der Modus Vivendi hier in der Diskussion, dass Sie sich melden aus dem Publikum. Ich hoffe, ich bekomme die dann an erster Stelle zu sehen. Ich sehe nämlich keine Meldungen.
Das ist richtig. Ich genau. Was? Es gibt bislang keine Meldungen und es gibt auch im Chat noch keine Frage. Von daher könnt ihr gucken, ob ihr noch ein Stück weitermacht. Super. Ja, also was mich natürlich nochmal wahnsinnig interessiert, ist, Herr Röper, wenn Sie Ideen haben, so ein bisschen machen Sie das in Ihrer Dissertation ja am Ende, die Frage der Handlungsebene. Ich verstehe, als Soziologe sind Sie mehr in der Analyse, aber mich würde schon interessieren, was aus dieser Analyse jetzt hier auf der Handlungsebene Ihre Empfehlung, Ihre Schlussfolgerung, also nach dem Motto, wer sollte eigentlich was hier tun, präventiv. Jetzt gibt es eine Wortmeldung. Ja, Julia Steinhöfel, bitte, ich hoffe, die Technik kann jetzt, Sie müssen, Frau Julia, bitte, genau, und dann los geht's. Ja, hallo, genau, ich habe eine Frage zu dem Fallbeispiel. Da hatten Sie ja gerade gesagt, dass der Autor die fremden Männer und Frauen noch als, in Anführungsstrichen, echte Männer und echte Frauen sieht. Und ich wollte da nochmal fragen, ob er das sozusagen tatsächlich mit so einer positiven Konnotation macht oder ob er es doch so dreht, dass das dann für Deutsche auch wieder in Anführungsstrichen was Negatives ist. Eine kurze Zwischenfrage. Vielen Dank erstmal für die Frage. Herr Röper, wie möchten Sie das? Möchten Sie erst ein paar Fragen sammeln oder möchten Sie lieber direkt auf Fragen antworten? Ich denke, wenn es jetzt mehrere Fragen gibt, vielleicht sammeln wir. Okay, gut. Dann machen wir das ein bisschen Sammlung. Also Frau Steinhöfel, nochmal Ihre Frage habe ich mich notiert. Herr Friebel, Harry, ich grüße dich. Ja, hallo. Sag los, schieß los mit deiner Frage. Ja, ich finde, das ist ein spannender Vortrag gewesen von Herrn Röpert, wirklich super. Allerdings sind wir uns nicht einig, dass das, was Herr Röpert als Widerspruch oder Volker, was du als Paradoxon genannt hast, es ist überhaupt kein Widerspruch, sondern sie sind ungebildet, aber sie sind sich ihrer Natur bewusst. Natur muss man unterstreichen, nämlich sie lehnen diese Kulturierung, diese Modernisierung vollständig ab. Sie bleiben bei ihrem Naturhabitus. Insofern ist das kein Widerspruch, sondern eine Konsistenz. Ah, vielen Dank. Ja, das ist diese Paradoxonfrage. Bleibt im Thema. Claudia Schmitz, bitte Ihre Frage. Ja, ich fand das sehr spannend. Es war mir auch nicht so ganz fremd. Und meine Frage, die sich immer wieder hochschiebt bei den ganzen Diskussionen, ist, dazu gibt es ja immer auch Frauen, die in diesem Bild leben. Denn diese Männer leben ja nicht als Mönche auf einer Insel, sondern die haben ja meistens auch Ehepartnerinnen, die dieses Bild dann irgendwie teilen und sich da einfinden. Und da hätte ich auch noch mal gern einen Blick drauf geworfen. Okay, vielen Dank. Oh, jetzt wird es hier voll. Ich bin mir nicht sicher, wie die Reihenfolge, aber ich nehme mal die technisch hier vorgeschlagene. Oh, jetzt windelt sie. Frau Rai, Regina Rai, bitte. Ich glaube, Sie waren zuerst. Regina Frei, sind Sie da? Ja, kann man mich hören? Ja, Sie sind hörbar. Okay, ich war nicht zuerst, aber ich mache jetzt trotzdem. Ich sage jetzt trotzdem was. Danke für den spannenden Vortrag. Auch die interessante Rekonstruktion und auch Ursacheneinkreisung. Ich habe so ein bisschen eine Frage oder auch ein Fragezeichen an diese historische Verortung mit der Finanzkrise, dass dann sozusagen das richtig losging. Ich komme aus dem Gender-Diskurs, mache ganz lang sozusagen so Gender-Beratung und wir hatten das tatsächlich in den Nullerjahren schon sehr deutlich gesehen, dass dieser Vorwurf der Gender-Ideologie und auch Gender als die Naturzerstörung oder die vermeintliche natürliche Geschlechterordnung mit Gender zerstört wird. Und Sie haben jetzt eben Akif Birinci sich auch ausgesucht. Ich finde, dass es sozusagen so ein leichter Feind ist, weil das wirklich so dermaßen schon auch wirklich abseitig ist, was er da schreibt. Das eigentliche Problem war ja in den Nullerjahren, dass das sehr stark aus dem bürgerlichen Spektrum gekommen ist. Also Volker Zastrow oder dann eben für die FAZ ein Artikel oder im Spiegel diese Anti-Gender-Politik. Und die hat ja auch tatsächlich deutsche Geschlechter- und Gleichstellungspolitik wesentlich beeinflusst und hat den Diskurs sehr stark beeinflusst. Und da finde ich eben, das nochmal auch genau hinzugucken, was sind denn da die Rezepte und wieso verfingen diese
Mythen, das waren ja wirklich auch Mythen, die da bespielt worden sind, in dem politischen Mainstream in einer Weise, dass eben meine Diagnose eben auch die Geschlechterpolitik in Deutschland tatsächlich auch gebremst zumindest worden ist. So, das würde mich nochmal interessieren, anhand dieses Beispiel, ne, Gender-Politik, Gender-Ideologie-Vorwurf, der ja sehr, sehr, ja, also das ist ein Diskurs, den gibt es ja schon wirklich fast seit 30 Jahren. Danke. Vielen, vielen Dank, Regina Frei. Ich würde sagen, wir machen erstmal, Herr Röper, beantworten ein paar Fragen. Also einmal, ne, die historische Einordnung jetzt zum Schluss und vorher doppelt mal gefragt, diese, ja, ich nenne es mal Paradoxon. Vielleicht können wir da, können Sie dazu nochmal Stellung nehmen. Ich würde mal mit der letzten Frage anfangen. Ja, definitiv. Ich wollte das auch nicht sozusagen so verstanden wissen, dass jetzt also die Finanzkrise von 2008 sozusagen der monokausal jetzt irgendwie der Auslöser für diesen Rechtspopulismus ist. Das wäre natürlich, das wäre ja auch völlig unhaltbar. Die viele rechtspopulistischen Parteien gibt es ja schon viel früher und wir haben diese Tendenzen auf verschiedenen Ebenen und auch von Ihnen erwähnten. Also dieser Anti-Gender-Diskurs und so weiter, das gibt es ja schon viel länger. Ich würde aber dafür plädieren, sozusagen diesen Krisenbegriff etwas weiter zu fassen. Und also zum Beispiel haben wir in der Soziologie so eine übliche Einordnung, dass wir sagen, in so einer historischen Einteilung von Gesellschaftsepochen, wir haben eine Epoche des Fordismus, die so ungefähr, naja, bis Mitte der 70er Jahre geht, sozusagen ein bestimmtes Modell von kapitalistischer Akkumulation und Vergesellschaftung und das gerät dann Mitte der 70er Jahre, oftmals wird er die Ölkrise genannt, in eine Krise und danach verändert sich etwas. Ja? Und also es gibt dann natürlich auch einen Streit unter SoziologInnen, wie man jetzt die Epoche bezeichnen soll, in der wir heute leben und was sich eigentlich alles verändert. Viele sprechen vom Neoliberalismus und so weiter. Das muss man alles diskutieren, aber auf jeden Fall haben wir, ich würde sagen, ab Mitte der 70er verschiedene Krisenprozesse und Erosionsprozesse bis dahin etablierter Institutionen und eben auch der Geschlechterverhältnisse. Und es gibt da eine Zuspitzung möglicherweise. Und wenn man das sozusagen in einem längeren Zeitraum sieht, dann passt es wiederum ganz gut zusammen. Also dieser antifeministische Backlash auch ab den 80er Jahren und eben diese Zuspitzung dann in diesen Anti-Gender-Diskursen. Das kann man, glaube ich, schon ganz gut damit parallelisieren. Und ich würde Ihnen auf jeden Fall zustimmen, und das ist auch das Beunruhigende, dass natürlich diese, also Pirinci und solche Leute sind Extrembeispiele. Und es gibt da sozusagen graduelle Abstufungen. Und also ich glaube, Juliane Lang hat es mal in einem Text auch, also sozusagen diese Geschlechterthematik auch als sozusagen Scharnierstelle zum bürgerlichen Diskurs bezeichnet. Ja, also wo es sozusagen eine Verbindung zwischen extrem rechten und bürgerlichen Diskursen gibt. Und der Grund dafür ist natürlich, dass die rechte Männlichkeit und ich sage jetzt mal die normale Männlichkeit, die bürgerliche Männlichkeit, dass das auch nicht so ganz grundverschieden ist, sondern dass sozusagen auf ähnliche Strukturen zurückgeht. Und dass sozusagen die rechte Männlichkeit nur eine bestimmte Form von Radikalisierung oder Krisenverarbeitung darstellt. Also ich denke, also ich würde diesen Punkt mitgehen und total unterstreichen, dass das, dass man hier sozusagen die Kontinuitäten sehen muss und genau, und also nicht nur so ein Extrembeispiel wie jetzt in Pirinci sich anschauen darf. Okay, und zweiter Punkt, auch da würde ich zustimmen, also bei der Frage, wie ist es, wie sind diese Zuschreibungen an die Fremden, haben wir es hier mit einem Widerspruch zu tun? Ich finde den Begriff, den Begriff auch aus der Psychoanalyse, den Begriff der Ambivalenz eigentlich besser. Also es ist nämlich nicht so, dass in diesen beiden Formen des Rassismus, die ich unterscheide, den Fremden unterschiedliche Sachen zugesprochen werden, sondern es findet eine Umwertung statt. Aus dieser Perspektive des liberalen Rassismus ist, sage ich jetzt mal, die Naturhaftigkeit der Fremden, ja, die robuste Männlichkeit und so weiter, das sind Defizite. Und in dieser anderen Perspektive, in dieser völkischen Verfallsperspektive, werden die gleichen Eigenschaften auf einmal umgewertet. Ja? Also das ist dieser Satz, den ich so beachtlich fand. Die sind sich über ihre Natur noch im Klaren, ist auf einmal, also die Natur ist erst was Negatives und im zweiten Fall ist sie etwas Positives. Und diese Ambivalenz ist, denke ich, ganz zentral für ein Verständnis von Rassismus. Ja? Also im Rassismus geht es nie nur darum, die anderen sozusagen abzuwerten. Das ist nur eine Seite der Medaille. Sondern es gibt immer auch diese andere Seite, wo die anderen in gewisser Hinsicht als überlegen und bedrohlich erscheinen. Hey, ja, vielen Dank.
Herr Rüpper. Ja, ich würde mal, Entschuldigung, ich habe die Reihenfolge nicht richtig eingehalten. Dann würde ich jetzt noch mal öffnen hier mit Martin F. Mehl. Bitte Ihre Frage. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für den Vortrag. Und ich würde mich auch Frau Dr. Frey anschließen mit dem Gedanken, dass dass nicht die Finanzkrise 2008 und folgende Jahre Auslöser war, sondern schon viel früher eingesetzt hat. Und ich hatte 2015 mal einen Vortrag mitbekommen, wo es um den Rückgang des Feminismus global betrachtet ging. Und meine Frage ist, korrelieren die beiden Sachen tatsächlich, dieser rechte Männlichkeitsgedanke und ein Rückgang von feministischen Strömungen oder vielleicht auch eine Bekämpfung der feministischen Strömung? Und eine zweite Frage wäre diese Einteilung am Anfang, wo diese rechten Gedankengüter ansetzen. Ist eine religiöse Ebene spezifisch noch zu erfassen oder würden Sie das in den kulturellen Bereich mit reinbringen? Vielen Dank. Vielen Dank, ja. Denn ich würde wieder ein bisschen sammeln wollen, ja. Dann kommt hier Johanna Niendorf, Ihre Frage bitte. Ja, vielen Dank für den Vortrag auch von meiner Seite und für die spannende Diskussion. Was mich interessieren würde, was in der Corona-Pandemie vielleicht noch spezifisch bei diesen Mythen hinzutritt oder in den Vordergrund gerät. Und ich denke da vor allen Dingen an so die Frage von Körper und körperlicher Integrität, vielleicht auch so mit Tierbeleid, Männlichkeit als Körperpanzer gedacht. Was ist damit, wenn es so ein Angriff sowohl von der Seite von Viren, aber auch der Impfung durch eine Spritze auf diesen Körper gibt? Genau, was macht das dann mit Männlichkeit? Vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde noch einen dritten jetzt reinnehmen. Elli Abbecke, bitte. Ihre Frage. Ja, schon vielen Dank aus Köln. Eine sehr, sehr interessante Frage. Vorhin habe ich gehört, das Ganze hat mit Bildung zu tun. Also diejenigen, die rassistisch agieren, wären ja nicht gebildet. Also ich denke, man kann so eine These nicht einfach stehen lassen. Wenn man zurückblickt, die Geschichte von Deutschland, diejenigen, die daran beteiligt waren, waren klassisch gebildete Menschen, die ganz bewusst das getan haben, was sie taten. Also für mich hier geht es um Macht, die man über andere Menschen ausübt, die für diese Gruppe von Menschen scheinend schwächer sind oder nicht privilegiert sind und so weiter und so fort. Und nun, wir haben ja demokratisches System in Deutschland und ich kann einerseits sagen, Gott sei Dank, wir haben jetzt 16 Jahre lang eine Dame an der Macht gehabt. Und nun mal eine Frage, was ist denn zwischendurch passiert, dass auch wenn die Damen an Macht nicht so viel sind wie Männer, sie haben doch gewisse Instrumente, die sie im Grunde nutzen mussten. Von Gesetzgebung hier und so weiter und so fort. Warum hat man das auf politischer Ebene bis heute nicht getan? Denn diese Frage für mich ist mehr im Bereich Politik zu betrachten. Und von dort aus kann man eventuell Lösungsvorschläge verbreiten. Aber all das ist nicht passiert. Und ich glaube, wenn wir das so auf dieser Ebene, auf sozialer Ebene betrachten oder weiterhin auf sozialer Ebene angehen wollen, wenn wir tatsächlich noch lange warten. Also wir müssen an richtige Instrumente ran und von dort kann man eventuell vielleicht einen Schritt schaffen. Ansonsten, ich denke, wir werden noch wirklich in diesem Zug so nach vorne marschieren und wir werden noch mehr Probleme in der Gesellschaft haben. Ich kann aus eigener Erfahrung viel, viel erzählen. Man denkt,
diejenigen Menschen, die aus anderer Kultur hierher kommen, die sind diejenigen, die Probleme mitbringen. Aber global gesehen wissen wir alle, dass das Problem gleich ist, egal wo man sich befindet. So, okay. Was machen wir denn da? Okay. Vielen Dank, Eli Apete. Ich würde jetzt wieder ich würde jetzt wieder an Herrn Röper zurückspielen und mal versuchen, ja, drei Fragerichtungen. Also ich glaube, über die Finanzkrise und seine nicht singuläre Ursächlichkeit hatten Sie sicher schon was ausgeführt. Dann war nochmal die Frage Rückgang des Feminismus, was immer, also des Feminismus, der Feminismen und einen empirischen Zusammenhang zum Erstarken war so eine Frage. Corona-Krise, Körper, Teveleit, die andere Frage. Und jetzt zum Schluss nochmal die Frage von Bildung. Macht über Schwächeren, ja, und die Instrumente. So würde ich mal diese drei Fragen, Pfade so mal skizzieren. Ich hoffe, Herr Röpert, Sie können da was aufgreifen. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ich fange wieder von hinten an. Also das war möglicherweise ein Missverständnis. Also ich wollte zumindest nicht behauptet haben, dass Rassismus etwas mit Unbildung zu tun hat oder so. Also ich hatte, glaube ich, an der Stelle gesagt, dass quasi innerhalb dieser liberal-rassistischen Konstruktion das eigene mit Bildung und Aufklärung und so weiter verbunden wird, während den anderen zugeschrieben wird, ungebildet zu sein. Also das war sozusagen aber immanent innerhalb dieser rassistischen Konstruktion. Ich denke auch, wie Sie gesagt haben, Rassismus hat etwas mit Macht zu tun, mit einem Herrschaftsverhältnis. Es hat nichts damit zu tun, dass Leute ungebildet sind. Das halte ich auch für eine verfehlte Analyse. Ob man dagegen politisch vorgehen kann oder so gegen Rassismus oder gegen Rechtspopulismus und diese Tendenzen, das wäre auch so ein bisschen Anschluss an die allererste Frage von Herrn Handke, die Sie auch gestellt hatten nach den Handlungsperspektiven. Tja, weiß ich nicht. Also vielleicht, da bin ich tatsächlich irgendwie auch kein Experte, aber da gibt es vielleicht hier in der Runde auch Leute, die sich besser auskennen, die auch sozusagen vielleicht in der pädagogischen Arbeit beheimatet sind. Ich denke, ein Ansatz wäre schon, also wenn wir jetzt auf Männlichkeit schauen, sozusagen eine kritische Selbstreflexion von Männlichkeit wäre, denke ich, ein Ansatzpunkt. Ja, also man kann jetzt natürlich nicht ohne weiteres die großen Krisen der Gesellschaft so von heute auf morgen lösen, aber man kann, wenn man beim Individuum ansetzen will, vielleicht zum Beispiel Männlichkeit reflektieren. Zu Corona, was nochmal spezifisch dazugekommen ist, kann ich nicht so gut beantworten, da müsste ich jetzt auch so ein bisschen spekulieren oder so, aber ich finde die Idee, also die Idee, dass man aufs Impfen schauen muss und auf diese Idee von, also auch mit Teveleit, auf diese Idee von Körperintegrität, von Körperpanzer, das fände ich eine sehr vielversprechende Richtung, in die man nachdenken könnte und müsste. Aber genau, also ich kann nur sagen, dass ich das, glaube ich, produktiv und interessant fände, aber kann dazu jetzt gar nichts weiter sagen. Und ja, also mit dem, wie jetzt quasi der Aufstieg des Rechtspopulismus mit dem Erstarken oder Schwächerwerden von feministischen Bewegungen zu tun hat, das kann ich leider auch nicht so gut einschätzen. Also ich denke, es ist schon so, dass natürlich auch Erfolge, Emanzipationserfolge, die auch durch feministische Bewegungen erkämpft wurden, dass natürlich diesen Antifeminismus und den Rechtspopulismus und so weiter natürlich auch herausgefordert hat und mit sozusagen, dass die sich damit daran abarbeiten. Aber ob es da jetzt so eine klare Kausalität oder das kann ich leider nicht so gut beurteilen. Ja, vielen Dank. Ich höre gerade, es gibt im Chat etwas. Vielleicht können hier die Chat-Monitorin Henning oder Klaus mal sagen, was denn im Chat da so aufgelaufen ist. Bitte schön. Ja, so langsam gibt es den einen oder anderen Kommentar im Chat oder auch die Frage. Tanja schreibt, das würde ich eher als einen Kommentar vielleicht auch verstehen. Also echte Frauen und Männer, Begriffe sollten neu definiert und formuliert werden. Also was gilt eigentlich als eine echte Frau oder als ein echter Mann, so verstehe ich das ein Stück. Mein Gedankengang war dazu auch so ein bisschen, wo ich dachte, die Diskussion hin um Caring Masculinity, also sorgende, fürsorgende Männlichkeit, die ja schon auch in einigen Schichten durchaus angekommen ist, dass schon auch Männer immer stärker das Bedürfnis auch formulieren und es auch tun, mehr in die Sorgearbeit mit hineinzugehen und das auch durchaus als eine Geschichte ihres Mannseins zu verstehen, geht schon auch in so eine Richtung. Also was wird eigentlich unter einem echten Mann, einer echten Frau sozusagen auch
auch verstanden. Also, dann gibt es von Ulrike Stegmeier eine Frage nochmal, welche Rolle spielen eigentlich auch Frauen und auch Ehefrauen in einem rechten Weltbild? Und dann gibt es noch eine Frage von Theresa Pauli, Frauenministerium Brandenburg. Gibt es denn ost- bzw. westdeutsche Spezifika in diesen rechten Weltbildern? Haben Sie da vielleicht auch zu so einer Unterscheidung auch nochmal was herausgefunden oder hatten Sie überhaupt auch einen Blick darauf? Wäre dann auch nochmal interessant. Danke. Zu West- und Ostdeutschland kann ich leider nichts sagen. Also ich habe tatsächlich mich mit diesem rechtspopulistischen Weltbild, mit diesem Denken auf einer recht hohen Abstraktionsebene beschäftigt. Also mich hat eben auch die Frage umgetrieben, warum ist es denn so, dass wir diesen Rechtsruck weltweit erleben, ja, in sozusagen auf der ganzen Welt so eine parallele Bewegung haben. Deswegen, also ich habe mir die Spezifika tatsächlich nicht angeschaut, wäre aber natürlich eine spannende Frage, kann ich aber leider nichts zu sagen. Vielleicht sind andere in der Runde, die dazu was sagen können. Dann auch zu der Rolle, also empirisch jetzt zu der Rolle von Frauen in rechten Bewegungen kann ich auch nichts sagen, weil ich auch keine Bewegungsforschung gemacht habe. Also ich kann nichts, ich habe keine empirische Untersuchung dazu gemacht, wie, in welchem Ausmaß und in welcher Weise sich Frauen an rechtspopulistischen Bewegungen oder so beteiligen. Ich kann nur dazu etwas zu sagen, zu der Ebene des Weltbildes. Und da ist natürlich schon so, dass Frauen eine ganz klare Rolle zugewiesen wird, das, was man manchmal vielleicht auch ein bisschen fälschlicherweise als traditionelle Geschlechterrollen bezeichnet. So traditionell sind die ja gar nicht. Die sind ja selbst eigentlich modern und bürgerlich. Aber auf jeden Fall wird sozusagen die Frau auf ihren Platz in der geschlechtlichen Arbeitsteilung verwiesen, auf Mütterlichkeit, auf Familie zurückverwiesen. Das ist schon das, was viele dieser rechtspopulistischen Publizisten und Leute irgendwie als Ideal vor Augen haben. Ne? Die wollen also, eine Neuerung vielleicht in diesem Antifeminismus ist, dass die jetzt nicht sagen, Frauen sollen gar nicht mehr arbeiten gehen oder so, das sagen die wenigsten. Ja, also es wird oft so gesagt, ja, Gleichberechtigung, okay, aber nicht völlige Gleichmacherei. Ja. Also das ist schon so eine Modernisierung auch des Antifeminismus. Aber ansonsten, genau, also auf jeden Fall eine Festlegung von Frauen auf ein bestimmtes Bild von Weiblichkeit. Und zu der Frage von neuen Frauen- und Männerbildern, kann ich auch nicht so viel zu sagen, ehrlich gesagt, aber ich fände es zumindest, also aus meiner Perspektive, aus der Perspektive in der kritischen Theorie, fände ich es zumindest problematisch, so etwas wie sozusagen eine authentische Männlichkeit oder Weiblichkeit definieren zu wollen. Ja? Also auch wenn man das sozusagen gut meint oder positiv irgendwie aufladen will, würde ich doch es eher bevorzugen, sozusagen solche Rollenbilder kritisch zu hinterfragen. Also ich weiß nicht, ob man sozusagen ein Geschlechterideal durch ein anderes einfach nur ersetzen kann, sondern ich denke, man muss sozusagen die dahinterliegenden gesellschaftlichen Mechanismen einfach kritisch hinterfragen. Das wäre so ein bisschen mein Blick darauf. Danke. Ja, vielen Dank. Man könnte natürlich gerade bei dieser Frage Rolle spielen, welche Rolle spielen Frauen, Ehefrauen im rechten Weltbild, also Ehefrauen, schwierig, aber Frauen, da sei ja doch nun auch darauf hingewiesen, auf die Arbeiten von Christina Türmer-Rohr. Die hat sich ja sehr ausführlich schon damals, 83, 80er Jahre, hat sich an der feministischen Theorie Theoriedebatte eigentlich eine Mitbeteiligung von Frauen an institutionalisierte Herrschaft des Patriarchat zu geäußert und das als Mittäterschaft sozusagen ist ja, wie soll man sagen, berühmt, aber auch scharf kritisiert worden. Und sie sagt halt, das passt natürlich auch zu dem, was der Kollege eben fragte, die Machtfrage, ne? Macht der Frauen. Sie sagt, ja, okay, das sind spezifische Werkzeuge, die sie im System zu unentbehrlichen Bestandteilen machen. Das ist so ein bisschen hier ein Ansatz oder ein Stichwort Christina Türmer-Rohr aus den 80ern hinsichtlich sozusagen der Rolle von Frauen in diesem rechtspopulistischen, rechtsradikalen
Kontext. So, ich würde jetzt noch mal Anselm Klatt, meldet sich schon eine ganze Weile. Entschuldigen Sie, dass Sie so lange warten mussten. Bitte schön, Ihre Frage. Ja, gar kein Moment. Bin ich sichtbar, hörbar? Super. Wunderbar, dann kann ich ja loslegen. Ich möchte erstmal Herrn Abicke danken, dass er das Machtkriterium reingebracht hat, als wesentliches Analysekriterium. Ich schwanke etwas immer zwischen diesen Begriffen, die bewusst auch eben gerade benutzt werden, rechts, präziser wäre rechtspopulistisch, neue Rechte, das hat man schon deutlicher, klarer definiert. Ich sehe das politische Spektrum sehr weit als Kontinuum und dazwischen spielt sich erstens in der theoretischen Debatte, aber zweitens auch in der Gesellschaftspraxis so ziemlich alles ab und das in einer ungeheuren Mischung. Mein Problem, ich hoffe, ich kann das irgendwie einigermaßen präzise sagen, fragen, wie weit gehen solche Bilder, die wir jetzt hier mythisch bezeichnet haben oder mythologisch, wie weit gehen die in die Mitte, sogenannte Mitte, ich mag das alles nicht mit rechts und links, ich bin dazu, nutze es pragmatischerweise trotzdem. Wie weit geht das aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Rübert, in den Rest der Gesellschaft rein, sage ich jetzt mal, wenn wir es so definitorisch versuchen, wenn wir auch insbesondere Machtfragen, Strukturen uns angucken, das ist ein rein analytischer Prozess erstmal, hat das letztendlich in der sogenannten Linken annähernd oder vergleichbar auch Auswirkungen, weil wenn Macht ist ja nun mal überall und das ist ja nur eine Frage der Praxis am Ende und weniger des Wollens, Theorie und des leider Gottes an manchen Tischen leider Gottes auch überhand nehmenden Laberns, sondern der präzisen Sache, der präzisen Deutung von Machtstrukturen. Also ich hoffe, ich habe meine Frage dahingehend präzise gestellt, kurzum, wie weit geht es in die Mitte der Gesellschaft rein? Pragmatisch formuliert. Dankeschön. Vielen Dank, Anselm Klatt. Ich würde noch mal weiter jetzt den Saskia Listle habe ich hier. Bitte Ihre Frage. Hallo. Ich würde gegebenenfalls noch mal ein ganz anderes Thema mit reinschmeißen. Verstehe aber auch völlig, wenn das gar nicht Ihr Thema ist und da keine Antwort drauf zu kommt. Das ist auch völlig in Ordnung. Was mir nur ganz oft jetzt auch während des Vortrags in den Kopf kam, war, also wir reden davon, dass gegebenenfalls ein Rechtsdruck ökonomisch oder sagen wir mal so, die grundsätzlichen Theorien versuchen das so zu erklären mit der ökonomischen, den Modernisierungsverlierern. Gleichzeitig haben wir dieses konspirative kleine Elite als Feindbild. Und dann ist man aber doch bereit, diese ganzen kleinen Kleinteile aufzugeben, wenn es um soziale Medien geht. Da sind wir auf einmal sehr groß dabei, große Gruppen zu bilden. Wir sind dabei, uns weltweit zu vernetzen mit anderen, die dasselbe Weltbild haben. Also da ist ja ganz schnell die Bereitschaft auch da, all das wieder so ein bisschen zu verweichlichen. Und ich finde auch diesen Kontrast eigentlich ganz spannend, wie, sage ich mal, eine neue rechte Bewegung in den sozialen Medien oder das Wachsen der neuen rechten Bewegung in den sozialen Medien so extrem verurteilt wird schon, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt an Telegram gehen, wir müssen an die Facebook-Gruppen rangehen, wir müssen an die YouTube-Channels rangehen. Und gleichzeitig ist es ja doch auch ein Mittel, mal völlig abgesehen von der Richtung, die ja zum Beispiel auch eine Emanzipation extrem pusht, weil ja da auch eine selbe Gruppendynamik stattfindet. Also wenn es dazu eine Einschätzung gibt oder wenn es dazu Theorien gibt, fände ich es extrem spannend, was so, ich sag mal, grundsätzliche Rechtfertigungsansätze sind der neuen Rechten, zu sagen, nee, wir geben uns diesen Tools oder den Mitteln trotzdem hin ja irgendwie. Also, weil es scheint ja ganz viel aus deren Sicht eigentlich dagegen zu sprechen, diese Mittel zu nutzen. Genau, also wenn es dazu irgendwie Theorien gibt, würde mich das sehr interessieren. Darf ich kurz noch nachfragen? Warum meinen Sie, dass es aus deren Sicht
das habe ich nicht ganz verstanden einfach. Also was würde aus der rechten Sicht dagegen sprechen, soziale Medien zu benutzen? Also da stehen ja schon viele, also gerade diese kleine Elite dahinter, es gibt so diese Tech-Bubble, sage ich jetzt mal, ja, Zuckerberg oder die Google Boy, wie auch immer, wer dahinter steht, die man ja eigentlich verachtet. Und gleichzeitig arbeitet man ja doch ganz gerne mit ihnen zusammen, indem man eben die Gruppen nutzt, indem man auch YouTube gerne die Werbeeinnahmen für sich zuschreibt, dieser Zusammenhang. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube, die Frage, Herr Rüppert, die war soweit klar, ja? Okay, dann ich würde jetzt noch Hagen-Botteck dazu nehmen. Bitte Ihre Frage, Hagen-Botteck. Ja, vielen Dank. Also grundsätzlich würde ich noch mal kurz diesen Begriff von neue Rechte, da habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich empfinde die Rechte eigentlich ungebrochen seit 45 und vielleicht auch schon vorher. Sie hat sich vielleicht ein bisschen in anderen Gruppen orientiert, aber aus meiner Sicht gibt es da eine ungebrochene Biografie, sei das im Osten oder im Westen. Aber das nur vorangestellt. Die These von der Krise, da ist so meine Frage, Zukunft, also in die Zukunft zu schauen bei dem Thema Öko- oder Klimakrise, weil da kommt ja ein neues Thema. Und aus dem, was Sie sagen, wäre ja dann die Frage von, droht praktisch eine neue Krise und damit eine Vergrößerung genau der rechten Gruppierungen, weil da geht es ja auch um Verlust. Und um die Frage ist, die Rechte, die mit ihrer Gewalt ja zeigt, dass sie sich machtvoll durchsetzen kann, will und wird, dass das eben eine bestimmte Attraktion für Gruppen hat, die sich an den Stellen entweder genau sagen, ja, das ist die Attraktion von Gewalt und Macht, oder ich erlebe mich in meiner Hilflosigkeit oder ich erlebe eine Hilflosigkeit und schließe mich der Attraktion von solchen Gruppierungen an, weil dann bin ich nicht ganz der Verlierer. Ne? Schrägstrich, wenn man nochmal die These von Krise aufnimmt, oder ist vielleicht die ganze Zeit Krise für genau eben diese Männergruppe oder diese Theorie oder unter diesem Gedanken ist dann die ganze Zeit vielleicht schon Krise und deswegen gibt es eben eine ungebrochene rechte Gruppierung. Wer weiß. Könntest du das mal als Frage vielleicht zuspitzen? Also müssen wir damit rechnen, dass sich die rechten Gruppierungen vergrößern, weil es gibt eine aufkommende große Krise, die zumindest medial so dargestellt wird. Und insofern müssen wir damit rechnen. Okay. Das wäre so das eine. Oder sind wir schon die ganze Zeit für diese Gruppe in einer Krise? Okay, vielen Dank, Hartin Bottert. Ja, Herr Rüppert, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Beantwortung dieser Fragen. Ja, große Fragen, schwierige Fragen. Also mit dem Krisenbegriff, das ist ja so, dass der Krisenbegriff zumindest in den Sozialwissenschaften ja oftmals auch sehr vage ist, sehr vage gebraucht wird und man diagnostiziert eigentlich alle möglichen Krisen auf allen möglichen Ebenen. Ich denke, dieser Begriff ist unverzichtbar, aber er ist eben auch schwammig und irgendwie noch definitionsbedürftig. Und also ich finde gut, wie Sie das unterteilt haben. Man kann einerseits davon sprechen, dass wir, dass die moderne Gesellschaft eigentlich permanent in der Krise ist, dass sie sich ständig wandeln muss, dass auch der moderne Kapitalismus mit seiner sozusagen Expansionstendenz, mit seinem Verwertungszwang sich eigentlich ständig sozusagen transformieren muss und deswegen ständig eine Prekarität und Krisenpotenz in sich trägt. Gleichzeitig, darf man das nicht zu sehr verallgemeinern, sonst sagt man am Ende, wir haben immer eine Krise. Und dann wird dieser Begriff wiederum ein bisschen bedeutungslos. Dann nutzt er uns nichts mehr als analytisches Instrument. Und ich denke, deswegen muss man schon zwischen einer sich zuspitzenden Krisentendenz und einem sozusagen einigermaßen funktionieren unterscheiden können. Und ich denke schon, also ich kann natürlich auch nicht in die Zukunft schauen, aber es steht leider schon zu vermuten, dass sowohl auf ökonomischer Ebene als auch was jetzt die ökologische Krise betrifft, und bei Corona weiß ich es jetzt nicht, aber zumindest was also die Klimakrise, die ökologische Problematik und auch die ökonomischen Verwerfungen betrifft, dass das also die nächsten Jahrzehnte sich mit hoher Wahrscheinlichkeit noch zuspitzen wird und weitere sozusagen gesellschaftliche, politische Verwerfungen mit sich bringen wird und diese rechten Bewegungen darauf weiterhin sozusagen auf diese Weise reagieren, auf diese destruktive, gefährliche Weise reagieren werden. Das steht leider schon zu befürchten. Also es wäre zumindest meine Einschätzung. Zur Frage der sozialen Medien, das finde ich eine gute Frage.
Mein Eindruck ist, und das ist auch ein Kennzeichen dieser mythologischen Denkart der Rechten insgesamt, für die ist Kohärenz nicht so wichtig. Also die haben kein Problem damit, Facebook oder Telegram zu benutzen und gleichzeitig sozusagen eine Tech-Elite in den USA anzuprangern. Das erfüllt für die ganz unterschiedliche Funktionen. Also die Rechten sind erstaunlich pragmatisch, ja. Und also die machen das einfach. Und wenn sie etwas sagen, was dem nicht entspricht und damit nicht kohärent ist, dann ist das für die kein Problem. Also das ist, glaube ich, auch so eine wichtige Einsicht, die man unterstreichen sollte, so dass dieses rechte Denken auch mit so einer inneren Inkohärenz sehr gut leben kann. Ja. Mhm. Und ja, vielleicht letzter Punkt, wie weit diese Mythen in die Mitte hineingehen und so. Genau, also ich habe mich jetzt eben vor allem mit diesen rechten Krisenmythen beschäftigt, was ich so bezeichnet habe, eben die rassistischen, antisemitischen und Geschlechtermythen. Aber ich denke, also dieser Begriff des Mythos ist sehr fruchtbar auch für eine Analyse, sage ich jetzt mal, der normalen Gesellschaft oder der sogenannten Mitte. Ja. Also ich denke, wir haben auch im Liberalen, in der Mitte oder auch in linken Kreisen haben wir Mythen. Ja. Wir haben den Nationalmythen, wir haben Geschlechtermythen, also die normalen Geschlechtermythen, ja, die jetzt nicht von einer Krise der Männlichkeit ausgehen, sondern die einfach von einem Wesen von Mann und Frau ausgehen. Das ist ja total weit verbreitet. Also ich denke schon, diese Mythen sind nicht exklusiv Rechtes, sondern die sind sozusagen weit verbreitet in der Gesellschaft. Ja, vielen Dank. Klaus, ich sehe da im Chat, da gibt es zwei Statements. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen. Ja, Volker, genau. Die angesprochenen Fragen werden hier weiter diskutiert. Also zum einen die Frage nach der Rolle oder der Bedeutung von Frauen in rechten Weltbildern. Gibt es noch mal einen Hinweis von Franziska Schröter von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Auf jeden Fall können wir aus den Mitte-Studien auch bestätigen, dass es auf der Einstellungsebene kaum sichtbare Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Hinweis darauf, wer verhält sich eigentlich wie und welche Meinungen stehen dahinter. Also ähnliche Meinungen können durchaus eben zu unterschiedlichen Handlungen führen. In welchen Sphären fühle ich mich irgendwie da auch sozusagen berufen, etwas zu tun und welche Werkzeuge stehen mir da sozusagen dann auch so zur Verfügung. Das wäre für mich so ein Hinweis in diese Richtung. Volker, du hast nochmal die Literatur von Christina Thömer-Rohr hineingestellt, wenn jemand das nachverfolgen möchte. Und wieder von Franziska Schröter zu der Diskussion rings um die Ambiguität, wo sie eben schreibt, dass es ja nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal in dieser Diskussion ist, sondern dass die Ambiguität, die Frau Lissle beschreibt, sich ja durch das Menschsein an sich durchzieht. Und gerade bei extremen Rechten wird diese Vereinfachung der Welt ja auch sehr oft beobachtet, um Widersprüche aufzulösen. Also Frauen können trotz antifeministischer Züge auch Rechte sein. Menschen mit Migrationshintergrund können rassistisch sein. Das scheint meines Erachtens nicht typisch zu sein für die Nutzung der sozialen Medien. Solange es nützlich ist, wird es genutzt. Gleichzeitig kann es trotzdem kritisiert und verachtet werden. Das geht ja auch in diese Richtung, was eben gerade so gesagt worden ist. Wenn es denn sozusagen für die Sache dient, dann wird das auch benutzt und das muss man nicht näher begründen. Also mit diesen Widersprüchen können die dann auch leben. Und dann gibt es noch vielleicht einen neueren Aspekt von Regina Frey, die halt die Frage der Religion dann nochmal aufmacht und sagt, leider ist die Frage nach Religion, Kirche untergegangen. Das wäre doch interessant, da es ja große diskursive Überschneidungen im Antifeminismus mit neuen Rechten gibt. So, also wenn da noch Zeit ist, gerne auch da vielleicht nochmal eine Antwort zu. Okay, danke schön, Klaus. Ja, ich finde das mit dieser Ambiguität natürlich ganz spannend, weil das, wie wir es jetzt bei den großen, also die Nutzung sozialer Medien, obwohl es den kritisierten großen Tech-Konzernen gehört, diese Art von innerer Widersprüchlichkeit deckt sich ja mit der inneren Widersprüchlichkeit, ich habe es als Paradoxon bezeichnet, nämlich sich selbst für fortschrittlich in der Geschlechterpolitik zu halten, dem Fremden gegenüber Rückständigkeit vorzuwerfen und gleichzeitig aber tatsächlich auch eine rückwärtsgewandte Geschlechterpolitik zu betreiben. Das ist hier also vielleicht doch solche logischen Brüche gar nicht so einzeln sind.
Herr Röber, möchten Sie jetzt dazu noch was sagen oder soll ich erst noch, wir haben noch eine Meldung, einen Zoom-Benutzer, soll ich den erst reinnehmen? Wie möchten Sie es? Erst reinnehmen, entnehme ich Ihren Kopf nicken. Gut, dann liebe Zoom-Benutzer, Ihre Frage. Ja, ich wollte noch mal sagen, dass es kritisch ist, von einer normalen Gesellschaft zu reden, weil aus meiner anti-ableistischen Perspektive müssen wir auch Körper immer, aber ich möchte da von einer Körpernorm ausgehen und das gehört ja auch zum Beispiel zu einer kritischen Auseinandersetzung von Männlichkeit. So, was ist normal? Also diese Frage möchte ich gerne mal stellen. So, das müssen wir in den Blick nehmen. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr spannend. Das passt ja zu der Teveleit-Frage der Körperlichkeit, der Rolle von Körperlichkeit in rechten Männlichkeitskonstrukten. Ja, und das ist sehr spannend. Herr Rüpper, ich beneide Sie jetzt nicht. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Ja, ich würde, also ich wieder von hinten. Genau, also ich würde auch auf gar keinen Fall diesen Begriff der Normalität jetzt als eine Analysekategorie verwenden. Ja, wenn das so rübergekommen sein sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Also wenn ich von normal spreche, dann immer in Anführungszeichen. Natürlich ist es ja selbst ein zentrales Charakteristikum des rechten Denkens, dass es normalisiert, ja, dass es sozusagen Leute auf bestimmte Normen festlegen möchte. Dass es eigentlich eine furchtbare Angst davor hat, dass zum Beispiel Männlichkeitsnormen oder auch Weiblichkeitsnormen sozusagen überschritten, aufgeweicht werden. Das ist ja gerade ein zentrales Charakteristikum des rechten Denkens. Also von daher, genau, normal immer in Anführungszeichen zu denken, als sozusagen eine Kategorie, die den Gegenstand beschreibt, aber jetzt nicht als soziologischen Begriff verwenden. Dann zur Frage der Religion, finde ich auch sehr spannend. Also natürlich kann man sich einerseits, jetzt wenn wir vom Antifeminismus ausgehen, wenn man da vergleichende Untersuchungen machen wollte, kann man sich den christlichen, zum Beispiel im christlichen Milieus verankerten Antifeminismus anschauen, der funktioniert ja ein Stück weit anders als zum Beispiel so ein, sage ich jetzt mal, völkisch-nationalistischer Antifeminismus, ja, wo es sehr viel stärker um die Frage von Biopolitik, von der eigenen Bevölkerung, der Reproduktion des deutschen Volkes und so weiter geht, während es bei einem christlichen Antifeminismus ja eher um den Erhalt der traditionellen Familie und so weiter geht. Also das da zu differenzieren, finde ich wichtig. Umgekehrt würde ich aber denken, wenn wir jetzt beim Rechtspopulismus bleiben, dort ist eigentlich Religion sowohl im Selbstbild als auch im Fremdbild. Also ob es jetzt darum geht, dass man das christliche Abendland verteidigen möchte oder ob man irgendwie dem Islam, in Anführungsstrichen, ja, irgendwelche Sachen zuschreibt. Da ist Religion sozusagen nur eine Komponente, die aber gleichberechtigt auch neben anderen steht und die ein Stück weit auch austauschbar ist. Ja. Also das, auch hier sind Rechte oftmals sehr pragmatisch. Also wenn es darum geht, die eigene Identität sozusagen zu beschreiben, ist man schnell mal mit dem christlich-jüdischen Erbe irgendwie bei der Hand. Aber im Grunde ist es gar nicht so essentiell für die. Es geht einfach nur darum, etwas zu finden, was die eigene Identität auszeichnet, beziehungsweise die anderen auf irgendeine Identität festlegen zu können. Das kann über Religion funktionieren, aber es kann auch über so einen ganz diffusen Kulturbegriff zum Beispiel funktionieren. Also die sind gar nicht jetzt so essentiell auf Religion angewiesen. Können die benutzen, brauchen sie aber nicht unbedingt. Ja, danke. Ja, vielen Dank, Herr Röber. Ja, ich sehe, im Chat steht auch noch mal was dazu. Ich habe jetzt keine weiteren Meldungen mehr direkt. Da habe ich doch noch mal eine Meldung, sozusagen eine eigene Meldung. Und zwar, ich muss wieder doch ein bisschen penetrant, entschuldigen Sie mir das, Herr Röber, noch mal auf die Maßnahmenebene kommen. Also was machen wir denn jetzt nach dieser Analyse? Ich weiß, Soziologen hören das nicht so gerne, aber Sie haben ja, meine ich, durchaus einen Ansatz in Ihrer Dissertation gesagt. Ne? Sie sagen ja ziemlich am Ende sozusagen Normalisierung und Rationalisierung, ja, virtuell eingemeinden und Moralisierung ausbürgern. Sie sagen damit so ein bisschen,
mehr oder weniger direkt, den Linken fehlt es an gesellschaftlicher Totalität und sie ist im Atomismus gefangen. Und da habe ich mich, als ich diese Stelle fand, mich gefragt, ist das eine Kritik an der sogenannten linken Identitätspolitik, an Verlust der Klassenfrage? Wir haben diese Diskussion ja schon mal geführt hier bei der Frage der Arbeiterbewegung und es kam heute auch mal kritisch, die hatten das ja nicht so gut gefunden, dass sozusagen das als eine Klassenfrage aufzufassen. Aber wie sehen Sie das? Ist die Konsequenz sozusagen der linken Analyse und dann auch der Maßnahmen richtig, dass die Linke also die gesellschaftliche Totalität, die Klassenfrage aus den Augen verloren hat und sich in Identitätsprivilegien, ja, Diskriminierungsgruppen, marginalisierten Gruppen eigentlich atomisiert hat? Das würde mich noch interessieren. Ja, das ist natürlich auch eine ganz große Debatte. Also ich kann dazu eigentlich nur sagen, also ich denke, diese Polarisierung zwischen also Leuten, die jetzt so die Klassenfrage wieder in den Mittelpunkt stellen wollen und Leuten, die jetzt, die man oftmals, meines Erachtens auch oftmals fälschlicherweise als identitätspolitisch bezeichnet. Also sage ich mal jetzt mal Leute, die feministische Kritik machen oder Leute, die antirassistische Arbeit machen. Das wird dann als Identitätspolitik bezeichnet. Also ich finde diese Gegenüberstellung und diese Debatte, die so geführt wird, eigentlich total falsch und irgendwie unproduktiv. Und also ich denke halt, man müsste jetzt aus meiner Perspektive, wenn man eine kritische Gesellschaftsanalyse macht, diese Sachen zusammendenken. Es ist ja nicht so, dass wir sozusagen Klassenverhältnisse und daneben Geschlechterverhältnisse und daneben Rassismus und so haben, sondern das ist ja ineinander verwoben und man muss das sozusagen in einem Gesamtkontext einer modernen bürgerlichen Gesellschaft sehen. Und also diese Polarisierung so einer Debatte finde ich irgendwie schwierig und irgendwie nicht weiterführend. Und warum diese Polarisierung jetzt aber so ist, das wäre wiederum eine Eigenanalyse, die ich jetzt auch gar nicht so, wo ich gar nicht so viel dazu sagen kann, aber es ist natürlich eine spannende Frage. Und ja, nochmal das mit der Normalisierung oder Moralisierung, das bezog sich eben ja auf den Umgang, sage ich jetzt mal, der Öffentlichkeit, auch der akademischen, aber auch der publizistischen Öffentlichkeit, eben mit dem Rechtspopulismus. Und da hatte ich eben darauf hingewiesen, es gibt eben diese zwei Tendenzen. Es gibt einerseits die Tendenz zur Normalisierung, zur Verharmlosung. Ach, ganz so schlimm ist es doch gar nicht jetzt mit der AfD. Man muss doch auch Verständnis haben für diese Leute. Das ist ja gar kein Rassismus. Das ist ja nur Angst vor Globalisierung. Also es gibt stark verharmlosende Tendenzen in der Debatte, meines Erachtens. Es gibt aber auch sozusagen einen moralisierenden Impuls, wo man sozusagen die Rechten als etwas definiert, was eigentlich gar nichts mit uns guten Liberalen zu tun hat, was irgendwie so wie Aliens, die irgendwoher kommen, ja, und sich gar nicht die Frage stellt, naja, also was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in welcher Gesellschaft leben wir eigentlich, die so eine Form von Denken produziert, ja, also dass man sozusagen so eine sehr starke Trennungslinie zwischen wir sind die Guten und das sind die bösen Rechten und damit ist alles gesagt, das meine ich mit Moralisierung, das halte ich eben auch für falsch, ja. Aber das ist jetzt eigentlich noch keine positive Antwort, was man tun soll, sondern nur das Aufzeigen einer falschen Alternative. Okay, vielen Dank. Ja, ich hätte sozusagen noch eine Killerfrage zum Schluss. Es wurde ja ein bisschen angedeutet, die Mitte-Studie wurde ja nochmal genommen und da ist die Frage, gibt es überhaupt diesen Linksruck? Ja, ich hatte ja schon im Vorgespräch ja auf die Arbeit, die hatte etwas auf Furore gesagt, von Floris Bieskamp hingewiesen, der meinte, die Ergebnisse der empirischen Sozialforschung besagen eigentlich, das ist die Leipziger Autoritismusstudie, die Mitte-Studie, das Bielefelder Projekt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sagen, nein, die Einstellung hat sich kaum geändert. Ne? Sie legen nahe, dass es dieses rechte Potenzial eigentlich schon immer gab. Ja? Und es kein erneuter gesellschaftlicher Rechtsruck stattgefunden hat. Und das lediglich für Deutschland bezogen. Die AfD ist als erste Partei gelingt, dieses Potenzial auch zu mobilisieren. Also die Frage, gibt es überhaupt einen Rechtsruck? Also ich kenne jetzt den Text diesen Text von Floris Bieskamp kenne ich jetzt nicht, aber ich finde das ehrlich gesagt eine einigermaßen absurde Frage, weil die Feststellung, dass es ein Potenzial an Einstellungen gibt, das es schon länger gibt, sagt ja noch nichts darüber aus, ob dieses Potenzial aktualisiert und politisiert wird. Ja? Also es kann ja sein, ich denke auch, dass es
ja, rassistische, frauenfeindliche und so weiter Einstellungen, also Einstellungen, die man gemeinhin als rechts kennzeichnen würde, schon länger gibt, dass sie auch in der Bevölkerung weit verbreitet sind. Trotzdem ist es ja wohl ganz offensichtlich so, dass erst jetzt Parteien und soziale Bewegungen wie Pegida und so weiter in der Lage sind, dieses Potenzial auch zu aktivieren und zu mobilisieren. Und darin besteht auch der Rechtsruck. Also in den Wahlerfolgen rechter Parteien, in den sozusagen in der kulturellen, zunehmenden kulturellen Hegemonie, die rechte Denkweisen haben, in der neuen Diskurshoheit und so weiter. Also diese ganzen auf diesen verschiedenen Ebenen hat doch definitiv eine krasse Verschiebung stattgefunden. Also das, deswegen verstehe ich das Argument irgendwie nicht so ganz. Okay. Vielen Dank für diese Klarstellung nochmal, Herr Rübert. Ich würde dann noch ein letztes Mal zu Herrn Schwärmer, zu Klaus schalten. Ja, da ist doch im Chat noch was aufgelaufen. Bitte, Klaus. Ja, im Chat, also einerseits gibt es nochmal einen Hinweis von Jörg Wethen bezogen auf die Kirchen und rechte Strömungen. Er weist dann nochmal hin auf ein Pamphlet der AfD, Unheilige Allianz, der Pakt der evangelischen Kirche mit dem Zeitgeist und dem Mächtigen. Wäre im Internet zu finden, muss man dann wahrscheinlich nochmal googeln. Dann finde ich da aber nochmal auch eine letzte sehr interessante Frage an Herrn Röper selber, nämlich was hat sich eigentlich durch Ihre Dissertation in Ihrem eigenen Alltag so verändert? Welchen Einfluss hatte sozusagen die Arbeit, die Beschäftigung mit dem Thema für Sie selber? Das ist eine gute Frage. Naja, ich habe viele Stunden am Schreibtisch verbracht und also das war die unmittelbarste Auswirkung auf mein Leben. Und natürlich ist es so, aber das gilt, denke ich, auch für andere Themen, wenn man sich sehr lang mit so einem Thema beschäftigt, wird man eben ja sensibel oder vielleicht auch ein bisschen übersensibel und sieht das dann auf einmal überall, ja, und kann vielleicht auch manchmal gar nichts mehr anderes sehen. Ja, also dass man, sagen wir mal, erstmal so bestimmte Strukturen eben zum Beispiel dieses rechten Denkens für sich analysiert hat, dann merkt man erst, wie weit verbreitet es ist. Und das ist natürlich ja auch eine bedrückende Erfahrung. Ja, vielen Dank, dass Sie uns da noch ein bisschen persönlichen Einblick gegeben haben. Das ist ja immer ein bisschen, interessiert uns alle irgendwie. Ich sehe jetzt hier keine weiteren Fragen mehr, weder hier Hand gehoben noch irgendwie im Chat. Und wir haben jetzt 17.47 Uhr und die Teilnehmerzahl immer noch stolze 74, ja, aber wir waren mal schon mal bei 111, schmilzt langsam dahin. Dann würde ich doch zum Ende kommen wollen. Es sei denn, ich kriege jetzt energischen Widerspruch, das scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, dann bedanke ich mich nochmal ganz, ganz recht herzlich bei Dr. Leo Röpert. Das war super spannende Aspekte. Wir haben auch viel gelernt, also meinerseits kann ich nur sagen, an dem, was wir bisher schon hatten und wo das zusammenpasst, wo wir ähnliche Auffassungen sind, also wie ein Puzzlespiel, wo jetzt aus verschiedenen Ecken und Perspektiven Lösungsansätze, Deutungsmöglichkeiten, bekommen und es ist ja bekannt, das möchte ich hier nochmal sagen, diese Veranstaltungsreihe, sie wird noch weitergehen. Da wird, glaube ich, gleich noch Henning von Bargen, der kennt die Daten viel besser als ich, nochmal sagen, irgendwas mit Stritt, glaube ich. Aber was ich nicht versäumen möchte zu sagen, um Ihnen alle nochmal Appetit zu machen, diese Tagung, diese der Fachgespräche, wie sie eigentlich heißen, diese Reihe, die mündet ja in einer Tagung, wo wir tatsächlich uns die Aufgabe gestellt haben, all diese verschiedenen Perspektiven zu bündeln, zusammenfassen. Hoffentlich gelingt uns das überhaupt. Und da kann ich alle natürlich nochmal recht herzlich zu einladen. Verfolgen Sie, so Sie können, ne, die verschiedenen Internetplattformen hier, sei es jetzt Heinrich Böll oder Gunda Werner oder hier Forum Männer. Und ich bedanke mich nochmal für die Diskussion und für das friedliche Miteinander und die inspirierenden Gespräche. In diesem Sinne gebe ich jetzt nochmal kurz ab, Henning von Bargen, wie sieht die Zukunft dann aus, veranstaltungstechnisch? Ja, lieber Volker, erstmal auch an dich vielen Dank für die gute Moderation. Auch Dank an Herrn Rüppert für den tollen Vortrag. Dank an alle TeilnehmerInnen, die sich hier beteiligt haben und so lange auch intensiv zugehört haben. Ich fand es auch eine sehr inspirierende und zum Nachdenken anregende Diskussion und Veranstaltung. Also vielen Dank an alle dafür. Wie geht's weiter? Wir werden
das nächste Fachgespräch am 18. Februar haben, auch wieder 16 bis 18 Uhr. Wir haben eingeladen Simon Strick, der ist der Autor des Buches Rechte Gefühle. Den Titel wird Sie dann der Einladung, die wahrscheinlich Anfang nächster Woche rausgehen wird, entnehmen können. Und das geht dann wieder über den gleichen Verteiler, sodass Sie dann da sich auch wieder informieren und gegebenenfalls anmelden können. Die Tagung, die Volker Handke eben angesprochen hat, wird voraussichtlich am 29., 30. April sein. Also auch das können Sie sich schon mal vormerken. Also vor allen Dingen der Samstag, der 30. April. Wir haben immer noch vor, das als Präsenzveranstaltung zu machen. Wir werden sehen, was die Pandemie uns noch so bringt. Ja, soweit von mir. Dann auch nochmal vielen herzlichen Dank. Danke an alle KollegInnen, die uns hier unterstützt haben, auch unsichtbarerweise im Hintergrund. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Ja, also auch von meiner Seite nochmal vielen Dank. Tschüss miteinander.